guten Abend. Hallo Geldwurstfieber, grüß dich. Hallo Zephira, gespielt von Quina. Hallo Heiger, gespielt von Martin. Hallo Nicole, gespielt von Dennis. Jawohl, wir spielen heute Kiba Kadabra aus Heldenreigen und wagen uns damit nach Uturia. Genau, das einzige Aventuria-Abenteuer, was in Uturia spielt. Ja, ich bin gespannt. Ist ja tatsächlich noch ein relativ altes Abenteuer. Das heißt, wir spielen es nicht im nicht vorhandenen Geschichtenmodus und im Legendenmodus kann man es auch nicht so wirklich spielen. Aber ja, wir gucken einfach mal, was uns so erwartet. Bevor wir anfangen, rekapitulieren wir kurz, was sich so seit dem letzten Mal getan hat, sprich, was für Karten wir uns erwählt haben nach dem letzten Zwischenspiel. Und danach müssen wir noch eine Herausforderungskarte ziehen. Wir spielen nämlich auf Schwer heute, plus 1 mit Stufe 4. Jo, wer möchte beginnen? Jo, ich kann gerne anfangen. Ja, los. Ich habe bei mir jetzt nach dem letzten Mal, waren wir im Wirtshaus, da habe ich halt meine Charakterkarte auf Stufe 2 hochgewertet. Und ich habe mir natürlich den Tierbändiger eingesackt. Natürlich. Als Spezialfähigkeit. Und ich habe noch ein glückliches Schicksal. Das heißt, ich kriege gleich zu Beginn des Abenteuers einen Schicksalspunkt. Okay, das können wir ja direkt schon mal machen. Dann plus 1 für die Nicole. So, bitteschön. Ja, dann ist mein glückliches Schicksal auch direkt weg. Korrekt. Dann mache ich mal mit meinem glücklichen Schicksal weiter. Auch ein Chip, na gut. Mhm. Aber das war eins, was ich so Glück hatte, nämlich ich habe auch eine üble Narbe davon getragen das letzte Mal, die ganz schön schmerzt. Okay, aber die erst, wenn du ziehst, relevant wird. Ja. Zudem habe ich mich darin geübt, besser zu sehen, habe meine Talentkarte erweitert und kann jetzt besser handwerken, vermutlich, weil ich besser sehen kann. Meine Sinnesschärfe wurde erhöht. Und ich bin willensstärker dadurch geworden. Sehr gut. Und meinen zweiten Grabsing habe ich jetzt auch auf Stufe 2 hochgesetzt. Mhm. Und der Heigan, was hat der gemacht? Ich habe meinen Heigan von Stufe 2 auf Stufe 3 erhöht. Da kann ich mir nämlich jetzt aussuchen, ob ich mit meiner Grundausstattung Messer oder Wurfmesser angreife. Also entweder Nahkampf oder Fernkampf erdecke. Du kannst, glaube ich, noch ein bisschen lauter machen. Also bei mir kommt es relativ leise vorbei. So. Jetzt besser? Oh, was meinen die anderen? Aber ich guck gleich mal. Schön gut. Ja. Ja, zu hören ist er, aber relativ leise. Wie gesagt, ich darf jetzt entweder mit Messer oder Wurfmesser angreifen. Mhm. Und meine Sonderfertigkeit Ablenkung erlaubt mir jetzt meinen Schadenswurf zweimal wiederholen und ich darf mir das beste Ergebnis aussuchen. Sehr gut. Und ich habe mir den magischen Feldspalter besorgt. Aha. Ja. Genau. Ah, vielleicht zu der spät. Kostet. Jo. Fokussiert wieder nicht so gut, gell? Naja. Angriff 2-6 plus 2, glaube ich, stand da. Ne? Genau, und das nur für 3 Ausdauer. Allerdings misslingen alle meine Ausweichenproben, wenn ich das Ding angelegt habe. Und bei einer 20 muss ich das leider in die Ablage legen. Aber der Schaden war es mir wert, das Risiko einzugehen. Gut, wenn man einen Chip einsetzt, dann kann man das ja auch noch verhindern, oder? Zum Beispiel, ja. Ansonsten hat es bei mir nichts Neues getan. Und du hast aber noch auch 2 Narben weiterhin und Konsequenz gut gerüstet, habe ich hier noch stehen. Oh ja, genau die noch, genau. Das heißt, du hast dann plus 1 wahrscheinlich, ne? Ja, nein, ich lese mir gleich einmal durch. Okay. Zu Beginn des nächsten Kampfes kriegst du eine Karte mehr. Genau, also genau. Plus 1 quasi. Alright. Und meine 2 Narben habe ich auch noch, ja, aber die darf ich ja dank meiner Sonderfertigkeit nicht ablegen. Ich muss sie zwar ausführen, aber ich darf sie als Ausdauer auch vor mir ablegen. Mhm. Also ich habe quasi 2 Ausdauerkarten dazu. Sehr gut. Ja, ich bin, glaube ich, die Einzige, die schon auf Stufe 5 ist, weil ich ein bisschen übertrieben habe.
Ich habe Betören von 1 auf 2 gesteigert. Bin jetzt also noch betörender. Ich habe meinen Hexenbesen von 1 auf 2 gesteigert. Mit dem kann ich jetzt auch nicht rumwursteln hier. Ich habe mir den Acceleratusgürtel gesichert aus dem Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Und habe dafür die Weissagung rausgeschmissen, denn wer braucht denn Weissagung, wenn er schnell ist wie der Blitz? Und genau, das waren meine 4 AP, die ich ausgegeben habe. Ich habe sonst weder Narbe noch irgendwelche besonderen Karten. Jawohl. Dann ziehen wir die Herausforderung. Erst nochmal mischen. Hallo Dr. Staletti. Ist schon eine Weile her, aber geht es im Abenteuer um eine Rettungsmission mit Abstieg in eine Kaverne mit viel Gezücht, fragt Dr. Staletti. Es geht nicht um eine Kaverne, es geht um, aber ja, im Prinzip schon. Geht eine Art Dungeon. Eine Höhle. Eine Höhle, genau. Und jetzt schmeiße ich hier 32 Hip auf. Und genau, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr ganz genau, was die Story dahinter war. Schon eine Weile her. Ach, ich habe das Heldenwerk gelesen. Ich fand es ganz interessant. So, ich muss ja auf den Tisch wechseln. Sag doch was. Ich habe es gespielt in DSA ohne Karte und da war es schrecklich. Das ist schrecklich als Abenteuer oder schrecklich gelaufen? Schrecklich gelaufen, weil wir einfach keine Ahnung hatten, wo wir waren. Ohne Karte. Okay, aber das wird uns hier nicht passieren. Also, mehr Schergen habe ich gezogen. Die Schergen wissen, dass ihr gefährlich seid, deshalb rufen sie ihre Freunde um Hilfe. Ja, die haben halt Ahnung. Zu Beginn jedes Kampfes, der Gefahrenwert ist um Anzahl Helden erhöht, also um 4. Nehmen an einem Kampf keine Schergen teil, so startet stattdessen jeder Anführer mit Anzahl Helden mal 2 zusätzlichen Lebenspunkten in den Kampf. Schön. Na gut. Schauen wir mal, wohin uns das führt. So, legen wir die schon mal hier hin. Ist ja nur einmal relevant. Ja, ja, man muss ja dabei sagen, wir spielen auf schwer diesmal. Genau. Wir spielen auf schwer. Wir spielen... ich habe die Karte nicht gefunden, aber auf schwer heißt ja... da müssen wir gleich mal gucken, ob das hiermit geht. Ich glaube, hier geht's aber im Hexenreigen, ne? Also, dass man maximal ein Drittel der Lebenspunkte runterhauen darf pro Runde. Müssen wir nochmal gucken, ob wir das mit reinnehmen oder ob wir das ignorieren. Gut, dann lasst uns starten. Kiba Kadabra. Ich kann es eigentlich auch so hier hinholen. Dann können wir alle mitlesen. Dschungel Nord-Uturias im Jahre 1037 nach Bosbarans Fall. Fern eurer aventurischen Heimat hat es euch im uturischen Dschungel in ein Dorf der Yukamak verschlagen. Ihr lernt so manches über die Sitten der Dschungelbewohner, darunter auch über den Echsengott Uguan, dessen Zorn im Zaum gehalten werden soll. Muss, indem tapfere Krieger in den Schlund des nahen Schlangenkopfes hinabsteigen, um ihn zu besänftigen. Da im Hintergrund ist er zu sehen, da unten. Bei einer heimlichen Unterredung mit der Dorfschönheit Hukioi erfahrt ihr, dass vor kurzem ihr Geliebter, der Krieger Wakamiharu, vom Schamanen des Dorfes aufgefordert wurde, in den Schlangenkopf zu gehen. Zwar ist sie stolz auf das Opfer ihres Geliebten, doch sie fürchtet, der Schamane wolle Wakamiharu nun loswerden, weil er selbst sein Auge auf sie geworfen hat. Sie bittet euch deshalb, ebenfalls in den Schlund hinabzusteigen und nach ihrem Geliebten zu suchen. Hallo Anduit. Oh. Heldenhaft erklärt ihr euch bereit. Einen weiteren Anreiz stellen die Schätze und magischen Geheimnisse dar, die den Legenden zufolge dort unten auf euch warten. Ganz zu schweigen von der Ehre, die euch zuteil wird, wenn ihr euch freiwillig meldet, in den Schlangenkopf hinabzusteigen. Im Rahmen einer Zeremonie mit wilden Stammestänzen, Feuer- und Schaukämpfen werdet ihr in die Tiefe entlassen. Es beginnt ein schwieriger Abstieg. Jeder Held führt eine Wildnislebenprobe durch. 13. Das war schon mal ganz gut. Jo. Eine 5 ist besser. Ja, ja. Geschafft. Eine 10. Hilft nicht, Leben. Nee, mit einer 12 leider nicht.
So, das heißt. Ich hab's mit einer 7 geschafft. Geschafft? Hilft ihr auch? Also nur Heigan nicht. Die 8 noch boten. Okay. Also, für Heigan gilt, schon nach kurzer Zeit verlierst du den Halt und rutscht die dunkle Röhre hinab, wobei du mehrmals schmerzhafte Begegnungen mit hervorstehenden Felsbrocken hast. Du verlierst 2 Lebenspunkte. Aua! Sagt er da. Und für uns gilt, wir rutschen einige Male aus und ziehen uns Schürfwunden zu, kommen aber alles in allem wohlbehalten am Boden der steinernen Röhre an. Hier wieder hinaufzukommen, dürfte dagegen ein Ding der Unmöglichkeit sein. Wir verlieren einen Lebenspunkt. Boah, ist jetzt auch nicht so viel besser. So. Nachdem ihr den Abstieg in das Innere der Steinschlange mehr oder weniger heil überstanden habt, müsst ihr euch eingestehen, dass ein späterer Aufstieg an dieser Stelle äußerst gefährlich, kraftraubend und potenziell tödlich wäre und ihr deshalb gut daran tut, neben dem Krieger Wakami Haro auch einen alternativen Ausweg aus diesem Labyrinth zu finden. Und mir fällt gerade auf, die Musik passt noch nicht so ganz. So, was haben wir denn da? Ja, hör das doch mal hier. Ihr beginnt mit der Erkundung des unterirdischen Höhlensystems und stellt fest, dass ihr euch in den versteinerten Überresten einer zweiköpfigen Riesenschlange befindet, einer sogenannten Kibakaba. Neben wilden Bestien wird sie von den Stashtar bewohnt, einer Gruppe untoter exischer Kultisten, die sie wie eine Göttin verehren. Eine Schlange mit 2 Köpfen könnte bedeuten, dass es hier unten noch irgendwo einen zweiten Ausgang gibt. Ihr müsst nur einen finden. Und zwar am besten, bevor euch das langsam steigende Wasser zum Verhängnis wird. Legt als erstes die Karte Kampfumgebung Steinschlange in die Tischmitte. Und entscheidet euch für einen Schwierigkeitsgrad. Das haben wir schon gemacht. Die Kampfumgebung sagt, Steinschlange-Karten. Jeder Held zieht zu Beginn von Schritt 2 seines Zuges eine Karte vom Steinschlange-Zugstapel. Gezogene Gegner werden in der Gegnerreihe platziert. Gezogene Ereignisse, Karten mit dem Wort Ereignis im Titel, werden ausgeführt und anschließend in den Ereignisablagestapel gelegt. Auf allen restlichen Karten ist vermerkt, wie mit ihnen zu verfahren ist. Immer wenn der Steinschlange-Zugstapel leergezogen wurde, so wird der Ereignis Ablagestapel gemischt und daraus ein neuer Steinschlange-Zugstapel gebildet. Also jede Runde zieht jeder Held eine Karte. Okay. Mhm. Gräberkarten. Am Ende jeder Runde wird für jede ausliegende Gräberkarte ein Würfelwurf durchgeführt und das Ergebnis abgehandelt. Okay, wir brauchen die Gräberkarten. Sehr gut. Und Tote auch, finde ich auch sehr gut. Kaum von ja, da freut sich Kira. Das ist klar. So, erstmal hier. Das ist alles Ereignis, Ereignis, Heldenaktion. So, ne, sind das 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Warum habe ich nur 15? Ach ne, hier, da liegt doch noch 16. So. Nehmt als nächstes die 16 Steinschlange-Karten zur Hand und sucht die Karten Heldenaktion, die Obsidianscherbe. Ja. Und Heldenaktion, das grüne Herz. Ja. Wakami Haro und Wakami Haro soll das wahrscheinlich heißen, ne? Mhm. Ja. Heraus, diese werden beiseite gelegt und kommen erst später in den Steinschlangenstapel. Bildet aus den anderen 13 Steinschlangenkarten einen Zugstapel. Okay. Das heißt, dann lege ich die mal hier bereit. Und. So, ich kann mal wieder auf den Tisch halten. So, also hier ist es der Reservestapel quasi. Jetzt mische ich die 13 Karten. Äh,
Nehmt alle Gräberkarten zur Hand und legt Anzahl Helden davon mit der Seite flüsternd das Grab oben liegend in die Mitte des Spieltisches. Darüber hinaus benötigt ihr noch einen Belohnungskartenzugstapel. Okay. Na gut, gucken wir gleich mal. So, erstmal hier den Zugstapel. Dann die Gräberkarten. Die habe ich hier, ne, ja. Genau. Ordnung ist alles. 4 Stück mit flüsterndes Grab nach oben. Hexenreigen, Anduit. Genau, aus Hexenreihen. Korrekt. So, wir haben auf schwer. Wir beginnen mit 5 Zeitmarkern. Okay. Das sind wenig. Ja. So, Belohnungskartenzugstapel. Okay. Zugstapel aus Belohnungskarten, das klingt doch schon mal spannend. Das ist Hexen. Ja, müsste sein. Heldenreigen. Müssen wir mal gucken, wenn wir gleich irgendwie eine Karte ziehen, die schon jemand von uns hat, dann sagt direkt Bescheid. Ich muss nicht gefragt werden. Ich müsste tatsächlich auch überlegen, ob ich in der Runde schon eine habe. Ja, den Axelaratus-Gürtel natürlich, aber der ist ja jetzt hier drin. Aber stimmt. Nimmst du jetzt einfach einen Stapel aus allen Belohnungskarten oder nur spezielle? Nee, ich nehme jetzt nur die Aventuria Grundbox, die Heldenreihen und die Promos. Das heißt, können Tiere auftauchen? Was kann auftauchen? Ja, oder Tiere sind noch auch Promokarten gewesen. Nochmal, die was? Die Tiere waren noch früher Promokarten. Ach so, die Tiere. Nee, nee. Die habe ich natürlich nicht dabei. Große Enttäuschung bei Nicole. Du weißt, ich darf davon jetzt 4 Stück haben. Ah, wir wollen mal nicht übertreiben. So. Ich mische den gleich, wenn er relevant ist, nochmal durch. Ich lege den mal hier hin. So. Okay. Dann, es kommt zu einem Kampf, jawohl. Machen wir mal einen wilder Kampf. So. Ich sollte das nicht in den Hintergrund, dann geht nämlich die Musik aus. Das war nicht so gut. So. Bildet einen Stapel aus Schergenkarten eurer Wahl. Alle Schergen mit dem Schlagwort Tier unterirdisch oder Tierwald oder Kultist oder Achatz oder Amphibie aufweisen. Legt für die Gräberkarten einen separaten Zugstapel für Schergen mit dem Schlagwort Skelett an. Boah, das ist ja einiges an Vorbereitungsarbeit hier. Ah, hier habe ich auch die Schwierigkeitsgradkarte gefunden. Also Tier ist ja schon mal gut. Ja, aber als Gegner halt. Ja, nein, aber der Tierbändiger erhöht ja gegen Schlagwort Tier auch meinen Ausweichenwert. Na gut. Aber Tier heißt Schwärme. Ja. Das stimmt. Das stimmt wohl.
Goblins. Da haben wir Skelette. Mann, da wie ich mich gefreut habe, dass ich gelesen habe, dass beim Konzil Magier aus Draconia 6 Begleiter erlaubt sind. Ja, das sind alles seine Elementare. Mhm, genau, und dann aber keine von den üblichen Tieren. Mhm. Ja. Schade. Schade. Okay, ich hatte gerade gedacht, wir sortieren Doppelte hier aus bei den Skeletten, aber wir haben nur 4 verschiedene. Dann mischen wir doch alles in eins. Wie machen wir das? Ich lege die mal hier als erste Gegner hin und dahinter den Zugstapel. So. Dann. Die Tiere. Sind das jetzt Skelette? Das sind jetzt Skelette, ja. Die kommen aber ja nur rein, wenn die Gräber sich bewegen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gerade gering. Tier unterirdisch, Tier Wald, Kultist oder Achatz oder Amphibie. Sag mal, glitzern da deine Augen? Ich glaube, da ist jemand scharf auf Untote. Zum Vermöbeln, ja. Ja. Alles Futter für den Rabenschnabel. Soll ich den mal ziehen? So. Aus eher eine Angelegenheit für den Bann wieder Untote. Das sind die Tiere Wald. Oder meine Untotenkenntnis. Ja, hast sie genommen. Untotenkenntnis. Die habe ich relativ am Anfang mal geholt. Was macht die? Ihr macht gegen Untote. Sagt der Name. Ui. Meine Angriffsproben sind um 2 erleichtert. Gegen Untode. Oh. Und kostet 0 zum Ausspielen, also. Ah, ist gar keine Sonderfertigkeit? Nein, das ist eine normale Karte. Ein so, Talent. Kultisten. Ah, ich hab gedacht, wenn eine Spezialfähigkeit oder so, die direkt draußen liegen hast. Da gibt's auch eine noch, glaube ich. Nee, die hatte ich jetzt gerade im Kopf. Und Amphibien. Aber ich sortiere jetzt hier nicht aus, ich schmeiß die einfach alle zusammen. So. Und alle runter. Fast zumindest. Reicht das als Stapel? Ja, ne? Ja. Wenn von allem etwas dabei ist. Genau. So, ich glaube, da waren auch ein paar Fiese bei, oder? Ja, Leviathan und so. Ach so, ja. Aber sonst nix. Hier unterirdisch... Ich glaube auch Seeschlangen drunter oder sowas und Krakenmolch, also. Ne, Seeschlangen nicht, aber Krakenmolch ist vielleicht drunter. Igelwing, mein Tattelwurm wie Steinschlange-Karte. Ne, Tattelwurm kann ja nicht kommen. Der ist ja nicht dabei. Der ist ja Drache. Oder? Gefahrenwert Anzahl Helden mal 2, das heißt 8 plus. Was war das? Plus 4, ne, also 12. Müssen wir nehmen. Wir sind erfolgreich, sobald ihr Wakamiharu gefunden und den Tuatara-Zirkel mit Hilfe des grünen Herzens ausgeschaltet habt. Okay, also wir müssen erstmal diese Heldenaktion aktivieren. Vorher können wir nichts machen.
Anführer in dem Sinne gibt es, glaube ich, gar nicht, ne? Ne, hier steht nichts vom Anführer. Okay, dann hat sich die Karte ja eh erledigt. Ja, wieso, was macht denn das grüne Herz? Das wissen wir noch nicht. Ah. Nee, ja, nee, eventuell kommt dann ja später noch ein Anführer. Ach so. Das kann natürlich sein. Also es sind auf jeden Fall irgendwelche Typen mit in diesem grünen Stapel drin, aber ich weiß nicht, ob die als Anführer zählen. Das werden wir dann gleich sehen. Hm. So. Und 12 Punkte. Dann wollen wir doch mal. Und, wie war das? Achso, nee, wir starten nur mit mehr Schergen. Es kommen nicht dann noch mehr hinzu. Okay. So, jetzt gucke ich mal, ob ich ordentlich gemischt habe. Ich habe einen Echsen, Menschen, Kultisten für 3. Aufgeschreckte Ratten für 3, das ist 6. Noch ein Echsen, Mensch, Kultist. Nee, komm, erstmal andere. Bisschen mehr Abwechslung hier. Achats, Kultist, Zombie. Ja, okay. Sind wir bei 9. Ausgewachsener Höhlenbär, sind wir bei 14. Okay. Hm. Gut. Also wir dürfen, Niederlagebedingung ist normal und Siegbedingung Wacker Miharo finden und grünes Herz, mit dem grünen Herz ausschalten, diesen Zirkel. Ja, dann würfeln wir doch mal, wer zu Startspieler wird. Die Nicole. Ah, yippie. Und dann 2 Karten ziehen, 5 Karten ziehen, der Heigan 6 Karten ziehen. Ich mische aber meinen Stapel vorher nochmal. Okay, der Quartiermeister hat mir hier schon wieder gar nichts gebracht. Ob Überzeugen rankommt, weiß ich auch noch nicht. Naja, mal gucken. Hm. Anführer kommen via Steinschlange, sagt Igeling. Wir haben auch Tier unterirdisch genommen, aber wenn der Tatzelwurm als Tier unterirdisch zählt, dann habe ich den beiden Drachen zusortiert und jetzt gerade gar nicht im Stapel drin. Das ist natürlich ein Pech. So, 5 Karten. 1, 2, 3, 4, 5. Mein aufgewerteter Hexenbesen. Na, sehr gut. Das ist gut, das halte ich doch direkt auf der Hand. Ich ziehe eine Karte neu. Ja. Dann 3 neue Karten ziehen. 1, 2, 3. Die werden reingemischt. Und dann noch 2 Karten ziehen. So, oh, der Pandemonium direkt auf der Starthand. Und das Unsichtbarkeitselixier direkt auf der Starthand. Und Alvinia, jawohl. Gut, dann wird der zur Ausdauer. Eieiei. Gehen wir mal Risiko, was? Oder? Na, kann ich das riskieren? Naja. Gut. Ich wäre soweit. Ja. Ich wäre auch soweit. Dann hau rein. Ja, dann 2 Karten ziehen. Das haben wir schon alle längst gemacht.
Ach so, ja. Ich da muss jetzt eine Steinklange gezogen werden. Ach so, genau. Also quasi immer, wenn man dran ist, ne? Ja. Ja, genau. Dann ziehst du eine Steinschlangenkarte, Nicole. Und du ziehst ein Ereignishindernis. Würfle mit 1W6 auf der folgenden Tabelle und lege anschließend eine Probe auf das dazugehörige Talent ab. Misslingt sie, so muss jeder Held eine Ausdauerkarte abwerfen. Lege die Karte Hindernis abschließend in den Ereignisablagestapel. Also gib dein Bestes bitte. Was soll ich denn würfeln? Du würfelst Wildnisleben, weil du einen steilen Gang entlang watschelst. Achso, ich muss erst eine Talentprobe machen. Ja. Wildnisleben hast du gesagt? Ja. So, ist eine 50-50. Ja, Patzer. Willst du deinen Chip einsetzen? Achso, ja, ich hatte einen Schicksalspunkt. Ja, das habe ich geschafft. Okay. Dann passiert nichts. Dann darfst du jetzt. Ja, dann lege ich die Wurfsterne aus. Das kostet mich 2 Ausdauer und dann meine Grundausstattung kostet mich ja nichts, der Wurfstein. Dann, wir hatten da glaube ich irgendwo einen Schwarm oder so, ne? Ja. Achso, was müssen wir noch machen? Sobald diese Karte ins Spiel kommt, legt ein Verderbensmarker auf diese Karte. Okay, das müssen wir noch machen. Gehen wir gerade nochmal die Karten durch, dass wir da nichts vergessen. So. Ah, okay, also der flieht nicht, wenn da noch ein Marker drauf liegt. So. Hat allerdings auch nur 8 Lebenspunkte. Aber Rüstung 2. So, Ratten haben wir 2. Okay, es sind nur 2 Ratten. Mit je 4 Lebenspunkten. 4. Ja. Ist ja doof. Ach, als Kultist hat 10 Lebenspunkte. Der macht sonst nichts. Und der Höhlenbär hat 20 Lebenspunkte. Komm zu Papa. So. Ja, ne? Ja, ich werf dann einfach auf diesen Rattenschwarm. Alright. Und würde treffen mit 4. Die können nicht ausweichen. Ja, sind dann 3 Trefferpunkte. Das sind auch 3 Schaden. Und das war's dann von meiner Seite. Dann bin ich dran. So. Ich spiele. Ich spiele meinen Hexenbesen Stufe 2 aus. Für eine Ausdauer und meinen Glücksgriff für eine Ausdauer. Darf mir da jetzt eine Karte aus dem Stapel ziehen. Also eine beliebige durchsuchen und eine davon auf die Hand nehmen. Oh, die Hexengalle liegt ganz unten. Das ist doch schon mal... Aber ich nehme den Axelaratus-Gürtel auf die Hand und mische danach den Stapel. Dann bin ich aber leider auch schon durch.
Ja, zuerst mal mache ich das, was jede gute Bohrengewalt in dieser Situation tun würde. Sie tut sich ihre Untotenkenntnis für null ins Gedächtnis rufen. Ja, zumindest einen Untoten haben wir ja schon mal hier liegen. Ja, und dann... Ja, für eine Ausdauer spiele ich meine Geißel aus. Und für die zweite tue ich die Ratten mit Albträumen plagen. Das heißt? Mein Standardangriff. Okay, wenn du triffst, dann ist eine weg. Ich treffe auch. Dann ist eine weg. Dann haben wir nur noch eine mit 4. Ja, das war's dann. Heigan. Ah, weil wir für jeden von uns auch nochmal eine Karte ziehen müssen eigentlich. Achso, stimmt. Ja. Danke für den Hinweis. Dann ziehe ich erst noch meine. Ereignis Ruhepause. Jeder Held darf sich bis zu 5 Lebenspunkte heilen. Oh, okay. Na gut, immerhin. Ein bisschen. Und die Zephira hat gezogen Kibakaba. Übernatürlich zweiköpfige Schlange mit 20 Lebenspunkten. Und 4 Aktionen. Ja. Oh, und die kann uns vergiften. Oder warte mal, da mache ich jetzt hier 20 Lebenspunkte hier oben hin. Was müssen wir eigentlich nochmal bei der Heldenaktion machen? Wir haben noch gar nicht. Ja, wir haben noch keine. Wir haben nur eine Kampfumgebung bisher. Und das ist ja, dass wir immer diese Karte ziehen müssen. Okay. Und am Ende jeder Runde wird für jede ausliegende Gräberkarte ein Würfelwurf durchgeführt. Das heißt, ich lege die Gräberkarten am besten eigentlich ans Ende, ne? Das wäre sinnvoller. Machen wir das doch mal so. Okay, aber dann ist Heigan dran und dann ziehe ich jetzt direkt für Heigan mal seine Karte. Grumm, der Steinschrat, übernatürlich Steinschrat. Zu Beginn seines Zuges muss der aktuelle Startspieler eine Überzeugenprobe ablegen. Okay, das, wenn ich dran bin, ist das gut. Gelingt diese, so führt Grumm in der laufenden Runde keine Aktion durch und kann nicht angegriffen werden. Das heißt aber, das geht jetzt ja nicht, weil er ja gerade erst ins Spiel gekommen ist. Okay, der hat 28 Lebenspunkte. Okay, dann mache ich den hier. Weil hier, die kann ich ja mit 20 noch abbilden. Kriege ich dann schon nicht mehr hin. Hat aber nur eine Aktion. Okay. Und, aber die zählen nicht als Anführer tatsächlich. Steht nicht Anführer drauf. Kommt ihr denn vorne hin oder eigentlich hinten dran? Wenn sie keine Anführer sind, eigentlich hinten dran, oder? Aber es sind auch keine Schergen. Was steht denn hier? Gezogene Gegner werden in der Gegnerreihe platziert. Ja. Okay. Dann alle nochmal einen aufrücken. Jetzt weiß er gar eigentlich, oder? Ja, aber das geht nicht, weil da ist eine Schräge. Das rutscht dann. Aber das heißt, wir haben auch noch keinen Anführer dabei. Nö, wir werden auch keinen Anführer wahrscheinlich haben. Sei denn, da ist eine Karte bei, wo Anführer draufsteht. Gut. Dann, Heigan. Abte deines Walters. Oh.
Jetzt bist du aber sehr leise. Da kommt gar nichts mehr an. Nee, stimmt, jetzt hört man gar nichts mehr. Sonst noch mal kurz aus dem Raum raus und wieder reinkommen. Ja. Bereite ich schon mal alles vor, dass ich ihn direkt einbinden kann. Gut, und wenn er dann durch ist, dann sind die Gegner dran. Bisher können wir auch noch nicht groß irgendwas machen, ne? Ah, er ist sogar direkt wieder. Nee, bist immer noch leise. Nicht. Okay, ich höre jetzt gar nichts mehr. Nee, eben. So, ich mache gerade einen Mic-Refresh. Sag nochmal was. Wie sieht es jetzt aus? Ja. Ah. Gut, ich habe die falschen Schieberegler auf leise gestellt. Leise eingestellt. Okay. Sehr gut. Ja, dann so, bist dran. Genau, ich lege 2 Ausdauer ab, bezahle für eine Ausdauer meine Zechen und investiere das aus. Was mache ich denn am dümmsten? Ach komm, ich investiere die zweite Ausdauer in einen Grundangriff. Aha. Und zwar, ich werde den Bären attackieren. Also nicht auf die Ratten, oder? Doch, die Ratten, genau. Und der Schwarm ist ja noch da. Ja, sogar getroffen. Also jetzt 4 oder mehr, dann sind sie weg. Nö, ist nur eine. Oh. Ist ja nur ein Messer, mit dem ich angreife. Und das war's dann. Dann sind die Gegner dran. So, gerade noch mal etwas ruhiger den Kampf. So, der Echsenmensch-Kultist. Der Startspieler hält 3 Trefferpunkte. Einmal ausweichen bitte. Ja. Das ist kein Tier, ne? Nee. Patzer. Oh oh. Karte abwerfen. Und dann 3 Schaden, ne? Du hast ja noch keine Rüstung. 37. Dann kommt die eine verbliebene Ratte. Welche Karte? Die zweite von links. Die hier? Ja. Ah, super, der Kettenstab. Ja. Ja, sonst. Wenn es sonst nicht ist. Eine Ratte. Oh, die auch noch eine 1. Zufälliger Held verliert 3 Lebenspunkte. Zephira. Auch 37. Und die darf direkt noch einmal. Eine 7. Das gleiche nochmal. Und auf. Noch mehr. Ja, das selbe Lied nochmal. 34. Dann kommt der Aratskultist. Ein Held nach Wahl der Spieler erhält 1W6 plus 2. Irgendjemand schon, der Gegenschaden machen kann oder sowas? Nein. Aber ich bin ja im Moment und kann es mir auch ruhig geben. Weil? Ich jetzt eine ganze Zeit lang kein Startspieler bin. Na gut. Und noch sieht es nicht so kritisch aus. Aber jetzt. Ja, ist klar. Nicht ausgewichen. Eieieiei. 29.
Dann kommt der Schmusebär. Ein zufälliger Held, 1w6 plus 2. 3 Trefferpunkte. Das ist aber ein Tier und deswegen ja. Ist durch den Tierbändiger jetzt mein Ausweichenwert um 2 verbessert. Ja, immerhin. Auf 9. Ja, kann ich mit 15 aber auch. Nicht ganz. 26. Aber der Spieler kann wohl nicht auf den Startspieler gehen. Also dieser Gruben, der geht unter anderem auf den Startspieler, aber nicht nur. So, jetzt erstmal Kikaba. Kibakaba, so heißt sie. 1, 2, 3, 4 Aktionen. Erste Aktion, Kibakaba. Kann man das trinken? 17. Die beiden Köpfe zischen böse. Zweite Aktion, eine 11. Vipern-Gift. Ein zufälliger Held erhält 1w6. Verliert er dadurch Lebenspunkte, so muss er eine Ausdauerkarte abwerfen. Juhu. Das bin ich. Und ja, bei 3 Trefferpunkten verliere ich auch 3 und muss eine Ausdauerkarte abwerfen. Dürfst du nicht noch ausweichen, um eventuell... Also, ja, gut. Um Schaden abzuwerfen. Das stimmt, ja. Ne, um einen leider nicht. Welche? Links oder rechts? Rechts. Das ist der Unsichtbarkeitstrank. So. Dann die dritte Aktion von der Schlange. Ich habe nicht getroffen. So. Und nochmal das gleiche. Und jetzt ist es Zephira. Oh. Und Zephira hält 2 Trefferpunkte und kann aus. 2 Schaden. 32. Ich brauche doch meine Ausdauer. Links. So. Ja. Ist gut, ist mein Schlaftrunk. Den und kann ich wieder holen, um mich zu heilen, eventuell. Noch einmal, aber sie zischen wieder. Aber ist da ein Druckfehler drauf? Wo ist ein Druckfehler? Bei der Karte, da steht 7 bis 12. Oh ja, tatsächlich. Da gibt es von 11 bis 20 nichts. Ja, also ist 13 bis 20 nichts. Gut aufgepasst. Oder 7 bis 10 ist der Angriff, ne? Man weiß es nicht so genau. Gut, aber im Zweifel ist die zweite Zahl falsch, also wahrscheinlich 13 bis 20. Und dann eine Aktion hat der Groom. Ich bin Groom. Der Startspieler 2w6 plus 2. Der Startspieler ist nicht durch Zufall ein Tier. Nein, ist keiner. Steinschrat. 13 Trefferpunkte. Einmal ausweichen, bitte. Mit einer 19. Nicht ganz. Nein, er nicht. Oh wei, oh wei, oh wei. Dann bist du auf 13. Oh yes. Und jetzt würfeln wir für jedes Grab einen W20. Eine 6. Das Grab erbebt. Wir drehen auf bebendes Grab. Zweites Grab. Das Grab erbebt. Bebendes Grab. 14. Das Grab erbebt. Bebendes Grab. Und nochmal das Grab erbebt. Bebendes Grab. Na, immerhin ist noch keiner geschlüpft. So. Das war nicht so erfolgreich. Ein Marker runter. Bei 4. Der Startspieler zieht eine weitere Steinschlange-Karte. Das Schön. Bist noch du. Ja. Ereignishindernis. Würfel mit 1w6 auf die folgende Tabelle. Das ist eine 6. Formloser Durchgang. Willenskraftprobe, bitte. Ja, das kriegen wir doch hin. Was habe ich denn? Habe ich Willenskraft? Hoffen wir. Oh ja, 12.
kann klappen. Ja, mit einer 13. Okay, jeder wirft eine Ausdauerkarte ab. Na super. Natürlich habe ich ja gar keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Was ich mit meinem Deck dann mache, bin ich immer Ausdauer. So, dann Startspieler wechselt zu mir. Alles bereit machen, zwei Karten ziehen. Hi, Dadai. Hi, Dadai. Krumm überzeugen. Achso, ja, genau. Zu Beginn deines Zuges muss der aktuelle Startspieler eine Überzeugenprobe ablegen. Danke für den Hinweis. Ja, yeah, krumm, du tust uns nichts. Dann lege ich ihm mal ein Minusmarker drauf, dass er nicht dran ist. Alright. So, ist jetzt eigentlich bevor ich Ausdauer mache? Oder? Keine Ahnung, was die zweite Phase ist. Genau, das ich muss ich jetzt. Ist das nach Ausdauer. Ich guck gerade nochmal, ich hab's nämlich auch nicht mehr gerade im Kopf, was jetzt die zweite Phase war. Nee, das muss im Duell, in Duellregeln stehen, ne? Ja. Zwei Karten vom Zugdeck ziehen und hier ist vor, ne? Zu Beginn von Schritt 2. Ja, also ich ziehe jetzt erst. Das heißt, ihr macht noch keine Ausdauer, erst wenn ihr dran seid. So. Vairua, der Poltergeist. Sobald Vairua ins Spiel kommt, wird die Karte Obsidianscherbe in den Steinschlangenstapel gemischt. Gegen Nah- und Fernkampfangriffe hat Vairua Ausweichen 10. Ja, hat auch 20 Lebenspunkte, eine Aktion. Ist der untot? Nee, übernatürlich Geist. Ah, da können wir jetzt wieder drüber streiten, gell? Ja. So, Obsidian-Scherbe. Und dann mache ich zwei Karten zur Ausdauer. Ja gut, hilft ja alles nichts, ne? Genau, dann mache ich das zur Ausdauer und jo. Ja, und das mache ich zur Ausdauer. Spiel für einen Ausdauer meinen Acceleratusgürtel, muss ausweichen. Gelingt mir nicht, ich verliere 3 Lebenspunkte. Bin ich auf 34. So, jetzt habe ich aber 3 Ausdauer. Für 3 Ausdauer spiele ich Alvinia aus. So. Wenn mich jetzt einer angreift, dann kriegt er nämlich auf den Detz. So. Aber dann kann ich leider auch schon nichts mehr machen. Das ist das Problem. Chip habe ich nicht. Ja, meine anderen Ausdauerkarten liegen da. Es ist fast die Frage, greift man den Schwarm an, weil der Schwarm mich angreift, dann... Naja, gut. Ich kann ja eh nichts mehr machen. Zephira, du bist... Dann zieh mal für mich eine Karte. Jawohl. Heldenaktion, die Obsidianscherbe. Die Geisterkriegerin Vairua ist entzürnt darüber, dass ihr den Zugang zum ewigen Wald, dem Totenreich verwehrt. Dass ihr der Zugang zum ewigen Wald, dem Totenreich verwehrt ist. Mit Hilfe der Obsidianscherbe kann man sie jedoch zeitweilig kontrollieren. Maximal ein Held einmal pro Runde, für 3 Ausdauer eine Wissenprobe.
Weil Ruha führt in der laufenden Runde keine Aktion durch und ein Gegner deiner Wahl verliert 1W6 Lebenspunkte. Joa. Ich nehme mal die mehr Schergenkarte. Könnte man machen, wenn man Ausdauer hätte. Ja. Könnte man das machen. Dann könnte man das machen. Ich könnte es machen, aber ich habe nicht genug Wissen dafür. Ich habe das Wissen, aber nicht die Ausdauer. Ich gucke gerade nochmal, was die Vairua so macht. Die hat eine Aktion. Kann Rüstung zerquetschen. Ist mir egal, hab keine. Oder Felseinsturz. Jeder Held muss eine Probe ablegen oder verliert 2 Lebenspunkte. Okay. Eine Ausweichenprobe oder eine Talentprobe? Ausweichenprobe ablegen. Also Rüstung zerquetschen, man muss eine dauerhafte Rüstung ablegen und kriegt 1W6 plus 4 Trefferpunkte zusätzlich. Auch wenn man keine Rüstung hat? Nee, von den Helden, die dauerhafte Rüstung im Spiel haben. Das heißt, wenn keiner eine Rüstung ausliegen hat, haben wir Glück gehabt. Das macht ihr aber auch nur bei einer 1 bis 4. Mit einer Aktion pro Runde. Also ist jetzt, sage ich mal, nicht der gefährlichste Gegner. Also, für eine Ausdauer spiele ich meine Heilkunde Seele aus. Mhm. Und mit meiner anderen Ausdauer versuche ich die Ratten zu plätten. Mhm. Was mir auch gelingt, zumindest der Treffer. Komm schon, eine, zwei reicht. Ja, 5 Schaden. Ja, dann kriegst du einen Chip. Und Nicole wird durch meine Heilkunde Seele und 2 geheilt. Yippie! Nicole ist gar nicht so schlimm. Guck mal, das Tier habe ich jetzt kaputt gemacht, die Ratten. Ja, die so, was, du hast die sich da ignoriert gemacht? Haben, aber... So, da hast du 2 Chips. Und Nicole weißt, 15. Von Tieren führt er zu seelischen Schäden bei mir. Als sie streichelt über deinen Kopf und sagt, ei, 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 dann ist das so gut. Die hätte man. Und das Auer fliegt können. Da davon. Das Auer fliegt da weg. Ja, und da ich meine anderen beiden Ausdauer verloren hatte, kann ich nichts mehr machen. Kannst du auch mit den Schicksalspunkten nichts machen? Kannst du auch als Ausdauer verwenden? Ja, das Problem ist, ich könnte eine Karte ausspielen und erhalten, weil ich habe jetzt nur Karten, wo nur Liturgien sind. Das heißt, ich könnte meinen Grabsegen ausspielen, bringt mir aber aktuell nichts. Ich könnte Bann wieder Untote ausspielen, was einem Gegner 2 Schaden zufügt, wenn ich wieder dran bin, aber dann brauche ich dafür wieder Ausdauer. Wobei, ah doch, ich gebe meinen 2 Schicksalspunkte aus für Bann wieder Untote. Okay. Einmal zum Ausspielen 1 und einmal zum aktiv halten. Okay, aber machst nichts damit. Das macht von alleine, wenn ich dran bin, was. Okay. Alle Untoten verlieren dann 2 Lebenspunkte. Okay. Und der eine Achatz mit 10 müsste ja untot sein. Ja, der hier. Außerdem haben wir die Gräber ja jetzt alle auf Leben. Das heißt, ja, da kommt gleich sicher auch irgendwas. Da kommt dann dein Spielzeug. Mhm. Dann ist Heigan dran. Genau, ich... Karte ziehen. Ja, danke. Genau. Der Tuatara-Zirkel. Anführer... Ah, okay, jetzt haben wir einen Anführer. Achatz, Untot-Kultist. Untot! Sobald der Tuatara-Zirkel ins Spiel kommt, werden die Karten das grüne Herz und Wakamiharu in den Steinschlangenstapel gemischt. Aha. Hm. Okay, der klaut auch Ausdauer. Sinken die Lebenspunkte des Zirkels auf 0, so wird er nicht ausgeschaltet. Er führt in seinem Zug keine Aktion durch, dafür hält er aber alle Lebenspunkte zurück. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, eine von den beiden Karten, um den zu besiegen. Wahrscheinlich. Das heißt, es bringt im Moment nichts, auf den drauf zu hacken. Schön. Also hat auch 20 Lebenspunkte. Aber es ist Anführer, er schießt es vorne dran. Ja, der ist Anführer, ja. Korrekt. So, und die werden in den Steinschlangenstapel gemischt. Okay. Das war jetzt Heigans Karte, ne?
Dann heigern wir genau. Okay, sind wir soweit? Ja. Ich bezahle 3 Ausdauer für Schwäche ausnutzen. Das heißt, wenn ein Gegner durch einen Fernkampfangriff Lebenspunkte verliert, also Leben verliert, darf ich eine Karte von meinem Zugstapel ziehen. Wir hatten die niedrigste Rüstung und das niedrigste Ausweichen. Nur durch deine Angriffe oder generell? Meine Angriffe. Okay. Rüstung haben 111, Ausweichen 004. Dann schnapp ich mir den Bären. Fort Winter. Und den Unthund ist schneller down. Den Achatz, der hat nur 10 Lebenspunkte, schneller weg und. Gut, ich mach den Auto auf Schaden. Und. Jawohl, mit einer 5. Und 6 Lebenspunkte, 6 Trefferpunkten mache ich 5 Schaden und darf eine Karte ziehen. Jawohl. Und es ist sogar mein magischer Feldspalter. Juhu. Juhu. Sehr und gut. Das war's dann bei mir. Dann, Nicole, ich zieh deine Karte. Heldenaktion, das grüne Herz. Leg Anzahl Heldenmarker mal 2, also 8 Marker da drauf. Habe ich jetzt hier bei HA1. Ich mache übrigens den Gegner da wieder weg. Ich habe die jetzt da hingelegt. Der Tuatara-Zirkel besteht aus Mitgliedern der Satchtar, die sich Asphaloth verschrieben haben. Sie können mit den fleischigen Wänden der Steinschlange verschmelzen und greifen aus dem Hinterhalt an. Nur die Zerstörung des pulsierenden grünen Herzens eines asphalotischen Artefakts kann sie endgültig zerstören. Jeder hält maximal einmal pro Runde erfolgreich für 2 Ausdauer in der Wildnislebenprobe. Was habt ihr da so? 13? 8? 10. Was für ein Talent? Wildnisleben. Wildnisleben. Doch, 10. Okay, also am ehesten noch meins. Beim Erfolg entferne einen Marker von dieser Karte, beim Misserfolg verlierst du 2 Lebenspunkte. Das Gute ist, okay, aber es sind 8 Stück, das kann ich nur ich alleine machen. Aber durch meine heilkunde Seele verliert man immer nur einen Lebenspunkt durch die Karte. Nochmal, durch was? Durch meine heilkunde Seele ist immer, wenn beim Misslingen einer Talentprobe, wo man Lebenspunkte verliert, verliert man einen weniger. Okay. Also das heißt quasi nur einen. Bei Erfolg, also wenn alle weg sind, wird die Karte und der Tuatara-Zirkel aus dem Spiel genommen. Das heißt, Tuatara-Zirkel angreifen bringt gar nichts. Wir müssen die Heldenaktion hier schaffen. Und gewonnen haben wir, wenn ist alle noch Gegner nicht weg sind, oder? Tuatara-Zirkel besiegen müssen wir und das und Wakami Haro finden. Okay. Den haben wir aber ja noch nicht in Sicht. Okay. Dann, Nicole, du bist dran. Ja. Kannst du Wildnisleben machen in der Runde? Tja, hatte ich jetzt plantechnisch nicht vorgesehen. Schauen wir mal, ich habe ja erstmal Rusty. Aber den Kleinen. Den Kleinen, das ist nicht der Aufgewertete. So. Lustigerweise habe ich aber jetzt den Aufgewerteten gezogen. Oh, das ist jetzt lohnt sich der aufgewertete Rusty. Denn jetzt darf ich ja 4 Karten ziehen. Aber zusätzlich darfst du bei einer Heldenaktion mit Heimlichkeit, Sinnenschärfe oder Wildnisleben eine Marke hinzufügen oder entfernen. Sehr gut. Dann nimm mal eine weg. Ja. Die Rusty Combo. Ja. Erinnere mich, ihm nachher in der Stadt ein kleines Leckerli zu kaufen. Ja, da freut er sich bestimmt. Ja, Eagle Wing Tuatara-Zirkel auf 0 bringen, nimmt ihm einmal alle Aktionen. Aber ich glaube, das sind 20 Lebenspunkte. Da sind wir im Moment weit davon entfernt, das in einer Runde zu schaffen. So. Aber stimmt, ich muss noch die 4 Aktionen da hinlegen. Das habe ich noch. Zumal ich nur ein Drittel verlieren darf. Ja, stimmt, das auch noch.
Also das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, den anzugreifen. Dann spiele ich für 2 Ausdauer Aha. das schwarze Auge aus. Und für eine weitere Ausdauer schmeiße ich dann einen Wurfstern. Auf was? Der Wurfstern macht fix 4 Schaden. Also 4 Leben nimmt er weg. Schaden? Ja, okay. Also Leben. Ja, ja. Dann wäre natürlich hier, der hat Rüstung 4. Den ist aber die Frage, ob wir den weghauen müssen, ne? Ja, die Rüstung interessiert ja nicht. Wenn ich treffe, verliert er 4 Leben. Ja, eben. Also ich würde die zweiköpfige Schlange runterhauen wollen, am besten. Die was? Die zweiköpfige Schlange, die uns Ausdauer klaut mit 4 Aktionen. Kibakaba, ja. Ja, die hat aber nur Rüstung 1. Aber ja, gut. Ja, gut. Ich muss ja erstmal treffen. Ja. Mit 12 habe ich getroffen. Dann 4 Schaden ist auf 16 runter. Und ich kann noch ausweichen, zumindest theoretisch. Nee, bei Lebenspunktverlust ja nicht. Das stimmt. Außerdem. Achso, ist das Lebenspunkteverlust oder ist das ein Angriff? Zählt nicht als Angriff. Okay, nee, gut. Dann darf ich nicht. Stein würfen, zählt aber nicht. Das heißt aber, ich kann immer noch meinen Wurfstein werfen, weil der kostet ja 0. Mhm. Dann schmeiße ich dir jetzt auch noch aus jeden Stein an den Kopf. Nein, aber ich kriege einen Schicksalspunkt. Alright. Das war's dann von meiner Seite. Dann sind wir durch. Dann kommt der Tuatara-Zirkel dran. Jetzt wird's spannend. Eine 16. Husch durch die Wände. Ich habe nicht getroffen. Nein. 14. Husch durch die Wände. Das war noch eine 14 gerade, ne? Oder? Wie? Ich hatte nochmal gedrückt, aber da war die andere 14 noch nicht weg. Und dann kam nochmal eine 14, oder? Habe ich nicht getroffen. Habe ich nicht drauf geachtet? Ach, Kinas. Na gut, dann nochmal. Eine 19, husch durch die Wände. Und noch eine 19, husch durch die Wände. Okay, so kann man arbeiten. Dann kommt der Echsenmenschenkultist. Eine 7, Startspieler 1-6 plus 1, das bin dann wohl ich. 4 Trefferpunkte. Ausgewichen. Das sind also nur noch 2 Trefferpunkte. Das sind allerdings auch 2 Schaden. Aber ich habe ja Alvinia. Und Alvinia sagt Miau! Und 3 Lebenspunkte runter. Sehr gut. Dann kommt der Ahatz-Kultist-Zombie. 15. Der Zombie wankt ziellos umher. Dann kommt der Bär. Eine 14. Nichts. Knurrt nur bedrohlich herum. Dann kommt Kibakaba. Mit ihrer ersten Aktion. Eine 16. Nichts. Nur. Ja, davon. Zweite Aktion, eine 3. Ein zufälliger Held erhält 1W6 Trefferpunkte. Verliert er dadurch Lebenspunkte, so darf er zu Beginn seines nächsten Zuges keine erschöpften Ausdauerkarten bereit machen. Oh. Okay. Ah, oh, toll. Okay, also ich darf keine Ausdauerkarten bereit machen und soll mir deswegen einen Verderbensmarker dahinlegen. Um mich daran zu erinnern. Dann hat sie die dritte Aktion. Zufällig hält 1W6 Trefferpunkte. Achso, 1W6 Trefferpunkte kriege ich auch noch. Nicole Dennis. Ich mache erstmal meine Treffer.
Ich bekomme 2 Trefferpunkte, versuche auszuweichen. Ich bekomme 1 Schaden. Und, ups, falsche Richtung, auf 31. Und Alvinia sagt, und dann hat sie nur noch 13 Lebenspunkte. So. Und jetzt kriegst du 1W6 Trefferpunkte, das sind 3. Und ich weiche nicht aus. Dann bist du auf 12. Verliere ich nicht irgendwie eine Ausdauerkarte oder so? Und du musst eine Ausdauerkarte abwerfen, genau. Ist das egal, willst du das aussuchen? Nimm einfach die in der Mitte. Naja, super. Und die letzte Aktion. Eine 14, nichts. Zischt nur. Der macht nix. Und dann haben wir die Vairua. Mit einer 15, das ist. Heult frustriert. Okay, jetzt kommen die Gräber noch, aber alles in allem, es hätte schlimmer kommen können in der Runde. Die letzte war deutlich schlimmer. So, bebendes Grab. Bei 1 bis 5 Skelett, bei 1 bis 5 Skelett. Das ist kein Unterschied, oder? 1 bis 5 ist hier ein Skelett vom Schergenstapel. 6 bis 17 ziehe Karten vom Schergenstapel, bis du die Karte mit dem Schlagwort Skelett ziehst. Achso, ah, und man dreht das Grab dann aber wieder um. Das ist der Unterschied gewesen. So, so war das. Und bei 18 bis 20 passiert nichts. Ansonsten haben wir jetzt gleich hier 4 Skelette liegen. Schön. Das ist schon mal eine 6. Das ist ein Skelett. Ich würfel jetzt einfach 4-mal. Aber mit einer 6 wird es immerhin rumgedreht. So, es ist wieder ein flüsterndes Grab. Dann haben wir eine 17. Das ist leider auch eine Aktivierung, aber es wird rumgedreht. Dann haben wir eine 15, Dito. Und wir haben eine 2. Oh, eine 2 heißt, die bleibt sogar so liegen. So, dann haben wir ein Gräberskelett für 3. Wir haben ein Skelett Bogenschützen. Also man merkt schon, hier ist das definitiv nicht das Ziel, Gegner alle zu erledigen. Ein gerüstetes Skelett und noch ein gerüstetes Skelett. Ja, Zephira, komm, fass. 12. Mhm. Alles deine. Denkt aber dran. Zum Angreifen keine Ausdauer. Ja, wichtiger wäre auch, dass wir die Heldenaktion schaffen. 12. Ja, noch ne? Rusty kann immer wieder kommen. 8. Der sucht gerade schon das nächste bei mir. Sehr gut. 8 und 8. So. Dann sind wir durch. Zeitskala. Ja, achso, genau. Da kam das eben her. Bei 3 der Startspieler, das bin ich, zieht eine weitere Steinschlangenkarte. Schatz! Ja. Zieh eine Karte vom Belohnungskartenstapel und nehme sie auf die Hand. Lege die Karte Schatz in den Ereigniskartenstapel. Ich habe ein machtvolles Zepter gefunden. Hm, das müsste eigentlich sogar gut sein für dich, oder? Magieangriff mit 1W6 plus 3. Verliert der Gegner durch diesen Angriff Lebenspunkte, darfst du diese Karte bereit machen, um damit einen weiteren Angriff durchzuführen. Ja. Aber kostet mich 4. Bin ich mal gespannt, wann ich die überhaupt ausspielen kann. Obwohl, theoretisch könnte ich sie sogar nächste Runde ausspielen. Mal schauen. Dann wackelt der Startspieler einen weiter. Das heißt, Zephira ist das. Und dann machen wir wieder alles bereit, nur ich meine Ausdauer nicht. Und ziehen 2 Karten. Erstmal muss ich noch die Probe machen wegen dem Stein. Ach genau, genau, genau. Also bevor wir 2 Karten ziehen. Ne, 2 Karten ziehen dürfen wir aber noch nicht zur Ausdauer machen, ne? Wie war das jetzt? Ich hab Rusty direkt wieder. Genau, also vor dem Aktionskarten ziehen wird die Karte aktiviert. Also vorher noch keine Ausdauer machen, bitte. So, das heißt, Zephira zieht eine steigendes Wasserereigniskarte. Na toll. Jeder Held muss eine Körperbeherrschungsprobe ablegen, bei deren Misslinge 1W6 Lebenspunkte verliert.
Legt die Karte Stein des Wassers an den Ereignisablagestab. Also eine Körperbeherrschung. Ich habe 9. Ich habe 9. Also ich verliere keinen. Mit 7 geglückt. Sehr gut. Ich hab's auch geschafft. Heigan, Körperbeherrschung? Auch geschafft mit 14 von 15. Sehr gut, also nichts passiert. Doch, der, wo den Chip drauf hat, kriegt, kommt, wird abgelegt. Achso, hier meinst du, ja. Ja, das habe ich genau, vorhin, hab und ich du machst geschafft. Nicht. Das hast du nicht geschafft? Habe ich gerade vorhin schon gewürfelt. Ah, okay. Gut. Dann, ja. Darfst du deine Karten ziehen und ausspielen? Oh, ist übrigens cool. Wichtig, dass man noch keine Ausdauer gelegt hat, weil es kann ja heißen, dass man Ausdauer ablegen muss. Und dann können es natürlich die erwischen, die man gerade schon gespielt hat. Naja, wir sind in der dritten Runde und ich habe hier 2 Ausdauer liegen. Also. Ja, ich auch und die darf ich nicht aktivieren. Ich muss da drauf gehen. Ich spiele 2 Ausdauer. Danke, Eaglewinger hat dran gedacht. Für erstmal verlieren alle Untoten 2 Lebenspunkte. Alle? Alle Untoten. Okay. Durch meinen Bann wieder Untoter. Das sind erstmal dann nur noch 3. Das sind 9. Das sind 9. Das sind 5. Das sind 5. Und zählt auch als Untot, also 17. Das ist ja krass. Gilt der auch für Anführer oder nur für Schergen? Gegner mit dem Schlagwort Untot verlieren zu Beginn der, zu Beginn der Gegnerphase. Okay. Das heißt, zumindest der Ach hat jetzt nochmal 2 verloren, gerade eben. Stimmt. Okay, dann, der hat aber eben 3 verloren, dann drehen wir die jetzt gerade nochmal um und denken gleich nochmal dran. Aber wir wissen, dass die alle gleich 3 verlieren. 2. 2. 2. Ach so, ich habe 3 überall weggenommen. Nee, stimmt, hier habe ich tatsächlich 2 weggenommen. Okay. Ah, und dann habe ich die 3 gesehen und hatte eine 3 im Kopf. So schnell geht das manchmal. Gehirne sind auch interessant. Okay. Okay. Dann erinnere uns nochmal dran, wenn die dran sind. Oder warte, ich lege da den grünen Würfel mit der 2 hier davor. Ne, den blauen. Das sieht mehr so nach göttlicher Macht aus. Oder Magie oder was weiß ich. So. Ne, nicht die 5. 2. So. Alright. Jetzt ist die Frage. Ja, für einen Ausdauer spiele ich meine Stille auf die Kibabra. Kibakaba, ja. Kibakaba. Immer wenn sie eine Aktion Angriff würfelt, verliert sie 3 Lebenspunkte. Bei 4 Aktionen kann das... Das ist bei 1 bis 12 dann. 2 Lebenspunkte. 3, wenn sie Angriff würfelt. Dann lege ich auch hier mal den blauen Dreier hin, so. So, und dann auch. Ich möchte versuchen, Nicole etwas zu heilen, von daher greife ich den untoten Achard mit Albträumen an. Denk dran, dass wir hier die Proben machen müssen, ne? Das ist immer. Ja, aber Nicole zu heilen ist, glaube ich, etwas wichtig. Und ich habe auf Wildnisleben 8. Ich wollte es nur anmerken. Bei niemandem von uns besser. Doch, bei mindestens. Ich habe 13. Also, siehste? Ich würde den Untoten treffen durch meine Untotenkenntnis. Wen denn? Den Untoten Nacharzt und mache leider nur 2 Schadenspunkte. Aber es reicht ja. Der hat dann noch einen und vor der nächsten Runde ist er tot. Warte mal, wenn die durch. Wenn die durch meinen Effekt sterben, kriege ich dann für jeden einen Schicksalspunkt, wenn er stirbt? Nee. Nur durch Angriffe.
Ja, also auch schon durch Schaden machen, gute Frage. Also ist in dem Fall das doch egal, aber in ein paar Runden, wenn dann die Skelette alle auf Null fallen, in einer Runde, je nachdem zwei gleichzeitig. Ich revidiere das gerade, doch eigentlich ist eine Karte von dir, ne? Ja. Das eigentlich müsste es ja. Gut, dann war es das für mich. Eigentlich müsste es Chips geben. Ja. Dann, Haigan, deine Karte. Wakamiharu. Der Yukuma-Krieger Wakamiharu, wegen dem ihr hier seid, macht einen verwahrlosten, hungrigen und geschwächten Eindruck. Nach einem kurzen Gerangel könnt ihr ihm erklären, warum ihr hier seid. Warum einem Gerangel? Du verlierst 1W6 Lebenspunkte. Ah, okay. Also, du verlierst 6 Lebenspunkte. Ach, direkt. Hey, hey. So, dann bist du auf 34. Anschließend zählt Wakamiharu als Verbündeter. Einmal pro Runde, bevor die Gegner in der Reihe sind, dürft ihr einem Gegner 1W6 Lebenspunkte abziehen. Sobald ihr den Tuatara-Zirkel mit Hilfe des grünen Herzens ausgeschalten habt, habt ihr den Kampf gewonnen. Okay, umso wichtiger ist, dass wir die Heldenaktion schaffen. So, dann lege ich den noch davor. Ja, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch 6-mal die Aktion schaffen oder Rusty muss noch ein paar Mal kommen. Ich habe Rusty gerade wieder gezogen. Okay, das heißt, wir müssen nur noch 5 Aktionen machen. 6, sorry. Und wie viel Ausdauer kostet das? War mehr als eine, ne? Ach so, 2 Ausdauer, ja, stimmt. Guter Hinweis. Ich also nicht mehr machen können, weil ich nur noch eine Ausdauer hatte. Na gut. Okay. Dann 2 Karten ziehen, Ausdauer bereit machen und so weiter. Genau. Ich werde meine Kettenbeinlinge ablegen und umreißen. Da werde ich die magischen Felsspalter noch nicht ausspielen, sondern meine Kriegslanze für 2. Dann werde ich für 2 versuchen, die Heldenaktion Wildnisleben hinzukriegen. Mhm. Drückt mir die Daumen. Ja. Wie du? Ja, mit einer 7 sogar geschafft. Sehr gut. Das waren 2 Ausdauer, gell? Ja. Und dann habe ich noch einen Fernkampfangriff, den ich gerne gegen Kiba Cabra durchführen würde. Mhm. Kiba Cabra. Jawohl. Sogar geschafft mit einer 11. Sie kann nicht ausweichen. Das macht 8 Trefferpunkte. 7 Schaden, hat sie noch 6 Lebenspunkte. Dann versuche ich denselben Spaß nochmal, aber mit meinem Nahkampfangriff. Also 3 verliert sie gleich. 2 verliert sie gleich. Ne, 3 verliert sie gleich. Okay. Was war das von Krieger? Ist egal, kann ruhig machen. Das ist dann. Getroffen. Und 4 Trefferpunkte. Das sind 3 Schaden. Ja, okay. Dann ist sie gleich tot, bevor sie drankommt. Ja, das ist doch schon. Und das war's dann bei mir. Hat er dir ein Chip beschert, Zephira? Dann kommt Dennis' Karte. Aus Versehen, nur wenn sie Angriff würfelt, also. Achso, okay. Ah, okay. So war das. So, Ruhepause. Jeder Held darf sich bis zu 5 Lebenspunkte heilen. Danke. Ich würde dann die 5 nehmen. Also. Nö, du nicht. Auch. Du kriegst nur einen. Okay. Ja, Rusty! Dann kannst du wieder direkt einen von der Heldenaktion runternehmen. Eaglewing hat gerade hier einen Einwand. War da Stille auf Kiba Kaba? Ja. Das heißt, wenn sie Angriff würfelt, verliert es. Ist kein Share, gesagt Eaglewing. Ach so. Na gut, dann geht das auf den Bären. Na gut. So. Rusty wird euch retten, meint er. Danke für den Hinweis, Eaglewing. Natürlich rettet Rusty uns alle. So, du bist dran, ne? Ich schalte auf dich, so. Puh.
Ist doch nichts bei, was ich zur Ausdauer machen könnte. Na egal, ich behalte das mit Hören. Achso, und Rusty einen Punkt runter, ne? Ja, yeah, von der Heldenaktion. Ja. So, sind wir bei 5. Ja, dann würde ich jetzt erstmal nicht angreifen, die zwei. Ich habe ja nur 2 Ausdauer. Und dafür würde ich halt eine Wildnisleben probieren. Jo. 50-50 Chance. Mit einer 3. Ja. Achso, warte mal. Obwohl, nee, das Entfernen ist ja keine Probe. Weil die Probe darfst du nur einmal pro Runde erfolgreich machen. Aber Rusty ist ja keine Probe. Ja. Nö. Nee, von da, das geht. Dann bist du aber schon durch. Nein, ich mein Wurf Standardangriff, okay. Mich ja nicht. Mhm. Aber der macht halt nur 3 Treffer, ne? Aber du kannst damit zumindest ja die Schlange aus die hat eine Rüstung. Ja, aber das spielt ja keine Rolle. Die macht ja 3 Schaden, wenn ich treffe, wäre er kaputt, oder? Nein, wenn sie Rüstung hat, wird's abgezogen vom Stein. Nee, das ist ein Wurfstern, der macht Schaden. Ach, also Wurfstein, nicht Stein. Ich werf jetzt einfach auf das Viech und vielleicht verfehle ich ja. Ja, mit 13 verfehle ich. Das heißt, du kriegst einen Chip. Da hast du 2. Ja, die setze ich aber beide ein und ziehe dafür jetzt gleich 2 Karten. Okay. Ja, ich muss gleich irgendwas haben, was ich dann zur Ausdauer machen kann. Ja, das habe ich jetzt gleich auch noch vor mir. Das war's bei dir? Ja, wie gesagt, hast du mir die 2 Schicksalspunkte schon weggenommen? Ja, habe ich. Du hattest sogar kurzzeitig minus 1. Guck mal, und direkt wieder Rusty auf der Hand. Ja, kannst du jetzt gleich wieder einsetzen? Ja, technisch gesehen habe ich ja noch, bevor ich übergeben habe, gezogen. Der kostet 0. Und was sagt die Karte genau? Aber dann musst du ihn jetzt einsetzen noch, ne? Ich kann, er kostet mich 0. Ja, dann kannst du ihn jetzt natürlich auch noch einsetzen, klar. Heißt aber, dass auch schon wieder eine Heldenaktion einer runtergeht. Das ist richtig. Dann sind wir auf 3. Siehst du mal, Eagle Wing? Rusty macht das alleine. Kein Chip für Wurfstern, nur für Wurfstein. Hm? Kein Chip für Wurfstern, nur für Wurfstein. Ich hab ja den Wurfstein genommen. Ja, ja. Wurfstern habe ich nichts mitgebracht. Aber es ging ja auch gar nicht um Chip. Egal. Er hat doch, ja eh verfehlt. Ich habe keinen Chip bekommen, deswegen war es gerade. Egal, ich nehme auf jeden Fall da kann ich gleich Ausdauer draus machen. Jetzt kannst du. Ach so, deswegen, weil er verfehlt hatte. Ja, ja, okay. So, ich ziehe Ereignis Gegner. Zieh deinen Schergen vom Schergenstapel und leg ihn rechts an die Gegnerreihe an. Ein fanatischer Maru-Kultist. Ja. Okay, Maru hört sich nicht gut an. 12 Lebenspunkte. Der Maru. Gut, aber die sind uns eh egal, wir haben ein anderes Ziel. Genau. Dann bin ich dran. So, ich habe gezogen meinen Hexenkessel und meine Albgestalt. Ich darf keine Ausdauer machen. Ja gut, wir müssen alles jetzt auf diese Wildnislebenproben setzen, ne? Das heißt Angriff... Du musst den Spielplan wieder einblenden. Nö, du gefällst uns so gut. So, ja, ich mir auch, aber... So. Ja gut, ich spiele zwar Ausdauer, die ich gerade gezogen habe. Ich setze meinen Acceleratus-Gürtel ein, versuche auszuweichen. Ich
bin einfach zu schnell, verliere 3 Lebenspunkte, bin ich auf 33. Hab jetzt aber dann 4 Ausdauer. Und für 4 Ausdauer mache ich auf jeden Fall die Probe, aber vorher... Nee, das macht eigentlich keinen Sinn. Dann mache ich vorher noch 2 Attacken. Ja. Alles andere ergibt eigentlich keinen Sinn. Okay, also ich mache 2 Attacken. Und zwar erstmal mit meinem Nahkampfangriff mit dem Hexenbesen. Weil wenn ich mit dem angreife, erhalte ich auf die Grundausstattung Radau plus 2. Habe also dann 1W6 plus 2. Und ich greife mit dem Hexenbesen an. Der erledigt sich selbst. Mal ein gerüstetes Keeper, Skelett. Bitte? Nicht die Keeper, die. Achso, ach, die haben. Die Stiele lebt ja auch noch, ne? Ja gut, dann die. Ich würfel eine 1, ziehe eine Karte. Selbstbeherrschung. Danke. Und mache 1W6 plus 1. Mache 2 Treffer, mache 1 Schaden. Hat sie noch mal ausweichen, oder? 2 Lebenspunkte, ja. Ausweichen darf sie auch noch. Nö. Hat sie noch 2 Lebenspunkte. Aber dann kann ich mit meinem Radau da auch direkt nochmal draufhauen. Da habe ich 13, das ist getroffen. Und da habe ich 6 Trefferpunkte gemacht. Da ist sie weg. Und ich kriege einen Chip. So. Stealer. Was meinst du? Bohren sei Dank. Achso. Stealer. So, das waren meine 2 Ausdauer. Jetzt habe ich noch die 2 Ausdauer vom Axelaratus-Gürtel. Damit mache ich die Heldenaktion auf Wildnisleben. Und mit der 10 ist das gelungen. 13 habe ich. Da haben wir nur noch 2 da liegen. So, dann habe ich meine Ausdauer weg. Ich habe noch einen Chip. Mit dem kann ich jetzt nichts Sinnvolles mehr machen. Ich könnte noch eine Karte ziehen, aber das macht jetzt gerade keinen Sinn. Das heißt, ich bin durch. Dann sind wir fertig, ne? Mhm. So, jetzt Anfang der Gegnerrunde verlieren die Lebenspunkte, ja? Ja. Okay, das heißt... Wir haben hier... Das auch jede Runde jetzt, ja? Das auch jede Runde, solange ich den aktiv halte. 18. Du schaltest den Achatskultisten-Zombie aus. Wir bekommen einen Schicksalspunkt, dann gehe ich davon aus. Du bekommst einen Schicksalspunkt, genau. Und dadurch, dass ich einen Schicksalspunkt bekomme, heile ich Nicole mit meiner Heilkunde-Seele. Geht das jetzt außer der Runde? Das heißt, erhältst du einen Schicksalspunkt. Ja, ach so. Das ist so. 19. So. Der verliert nur, wenn er einen Angriff macht. Der verliert aber 2, ist er auf 10. Verliert 2, ist auf 10. Verliert 2, ist auf 6. Verliert 2, ist auf 6. Und der ist nicht untot. Okay. Kann man ändern. Ja, untot das bekommst du heute wahrscheinlich nicht mehr. Ist die Heilkunde noch nicht erschöpft, steht hier. Die hat sich wieder regeneriert, als ich dran war. Ja. Axelaratus ausweichen habe ich gemacht. Ich bin nicht ausgewichen und habe 3 Lebenspunkte verloren. Falls du das meinst. So. Dann sind die dran, ne? Also, erstmal der Tuatara-Zirkel. Mit zu sein. Nee, erstmal kommt unser Freund dran. Ah, stimmt. Stimmt, wir haben einen Verbündeten. Stimmt, stimmt, stimmt. So, 1W6 Lebenspunkte. Wer soll die denn verlieren? Der vorderste, der Achat, oder? Ja, der hat noch 5. Die haben noch 6. Ist das, Treffer oder Schadenspunkte? Schaden, aber 1W6. Aber, ja gut, aber der könnte den weghauen. Er könnte den weghauen, deswegen ja. Wenn Gernot mal für uns würfeln würde. Ich würfel immer für uns. Ja, ja. Die Frage ist wie. Ich würfel immer für uns. So. Mit Ansage. Ja, aber hallo. So, der ist raus.
gibt jetzt natürlich keinen Chip, aber das ist nicht so wild. So, dann kommt jetzt der Tuatara-Zirkel mit seiner ersten von vier Aktionen. Eine 9. Zufälliger Held 1W6 plus 2. Das bin ich. Das sind 6 Trefferpunkte. Das ist ausgewichen, das sind 3 Schaden. Achso, brauche ich ja noch. Dann bin ich auf 30. Zweite Aktion. 7. Nochmal das gleiche. Ja, nochmal das gleiche. Jetzt aber nur 4 Treffer. Und nicht ausgewichen. Das sind also 4 Schaden. Ach, Beste habe ich ja noch vergessen. Das sind ja 6 Schadenspunkte für den Tuatara-Zirkel. So. Zweimal Alvinia. Macht die das beliebig oft, die Katze? Ja. Weil immer wenn ich Schaden bekomme. Aber ich glaube, bis du 10 in einer Runde bekommst, dann ist sie weg. Wenn ich 10 Trefferpunkte oder mehr bekomme, dann ist sie weg, ja. Genau. So, dritte Aktion. Eine 14, nichts, husch durch die Wände. Und eine 18 nochmal. Gut, dann kommt der Brummbär. Eine 20, knurrt bedrohlich und verliert alle Aktionen, die er eh nicht mehr hat. Dann kommt Ich bin Groom. Nee, den mag ich nicht. Das ist doof. 19, der kriecht durch die Dunkelheit. Ja, ja. Ich finde es schön, da ist so ruhig. Dann kommt die Vairua, der Poltergeist. Mit einer 3. Rüstung zerquetschen. Hat irgendjemand eine Rüstung? Nein. Nein. Nö. Das ist so Pech. Darf ich gar nicht besitzen. Für Vairua. Dann kommt das Gräberskelett. Eine 6. Held nach Wahl der Helden erhält 1W6 plus 2. Komm, gib her. Ich überlege gerade, ob das Sinn ergibt, wenn ich den nehme wegen Alvinia. Aber es sind auch nur 3, dann hat er noch 7. Okay, ich sag mal, hier wird es Sinn machen. Okay, wer von euch beiden hat jetzt zuerst gerufen? Ja, ich hab noch keinen. Dann sind das. Sind das 5 Trefferpunkte? Warte mal, ausweichen. Nö. Dann sind das 5 Schadenspunkte. Dann haben wir ein Skelettbogenschützen. Komm her. Eine 8. Der Held mit den meisten Lebenspunkten, das ist Zephira. 1W6 plus 2. Das sind 4 Trefferpunkte. Weißt du aus? Oh. Nö. 33. Dann haben wir das gerüstete Skelett. Das ist, alle Anführer werden um 2 geheilt. Na toll. Obwohl, ist ja im Endeffekt egal. Wollte ich gerade sagen, der interessiert ja eigentlich nicht. Dann haben wir das gerüstete Skelett. Oh, in 1. Zufälliger Held 1W6 plus 3. Nicole Dennis. 8 Treffer. Ja, das... Einmal ausweichen, bitte. Dann, das muss sich dann ja auch lohnen. Nein. Dann bist du auf 11. Und noch einmal, weil es eine 1 war, 13. Alle Anführer werden 2 geheilt. War das nicht nichts? Eine 13? Nee, Schattenpack. Nee, oh. Schattenpack. Und alles runtergeworfen. Da, 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 da. Wenn man den Tisch zur Vorliegen hat hier. So, noch irgendwo was? Nee. Und dann kommt noch der Maru.
Hoppla, du, der Maro. Der hält mit den meisten Handkarten. Er hält 1W6 plus 2 und muss eine zufällige seiner Ausdauerkarten abwerfen. Ich hab 4. Jetzt 5. Heiger. Dann Nicole. Du erhältst erstmal 1W6 plus 2. Das wären 8 Trefferpunkte. Oh, wei, wei, wei. Aha, ich kann aber ausweichen. Sicher? Nein. Ich nicht. Natürlich nicht. 3 Lebenspunkte und eine zufällige Ausdauerkarte abwerfen. Ausdauer? Ausdauer. Also, ja, gut. Welche von beiden hättest du denn gerne? Die rechte, bitte. Ja. Schön. So, dann kommt Grab Nummer 1. Eine 13. Das Grab erbebt. Dann das nächste. Eine 4. Das Grab erbebt und... Nee, kommt direkt ein Scherge ins Spiel. Nee, hier. Ein Skelettbogenschütze. Ich lege ihn mal hier hin. Müssen wir gleich ein bisschen gucken. Das dritte Grab. Eine 3. Oh, kommt nochmal direkt einer ins Spiel. Und das vierte Grab. Eine 9. Das kommt ins Spiel und wird rumgedreht. Ja, langsam wird sie eng. So, dann kommt ein Zeitmarker runter. Dann sind wir bei 2. Der Startspieler zieht eine weitere Steinschlange-Karte. Das ist Zephira. Ereignis Gegner. Zieht einen Schergen vom Schergenstapel und legt ihn rechts an die Gegnerreihe an. Und das ist noch ein fanatischer Marokultist. Okay. So, Startspieler wechselt zum Haigan. Noch keine 2 Karten ziehen, sondern... Guck ich aber gerade nochmal, was offiziell in den Regeln steht, was dann jetzt hier ist. Achso, erst Karten ziehen und dann alles bereit machen. Okay, gut. Also dann ist jetzt erst die Steinschlangenkarte dran. Es ist auch die letzte. Heldenaktion Steineier. Diese Eier sind längst versteinerte Fossilien, aber dennoch sind die Sajtar sehr besorgt um sie. Deshalb können sie als Druckmittel genutzt werden, um die untoten Kultisten in die Schranken zu weisen. Maximal einmal pro Runde erfolgreich. 3 Ausdauer, Heimlichkeitprobe, entfernt eine Gräberkarte deiner Wahl aus dem Spiel. Okay. Super. Ja, das ist wohl nicht so lukrativ. Und wir mischen einen neuen Steinschlange-Stapel. Und Haigan... Du darfst. 2 Karten ziehen, ah, Ausdauer machen. Aber 2 Karten ziehen. Nee, auch erst nachdem die Steinschlangenkarte abgespielt, durchgespielt ist. Haigan? 2 Karten ziehen, Ausdauer und vor allem eine Aktion machen. Wir brauchen nur noch 2. Gut. So, welcher Gegner hat am wenigsten Lebenspunkte? Die haben jeweils 6. Und eine Rüstung. Aber so langsam weiß ich, glaube ich, warum das Spiel nicht nochmal aufgelegt wurde. Irgendwie so viel. Man hat eigentlich nur eine Option. Sobald diese Herzkarte da ist, spielen wir die runter und dann ist Ende. Und vorher ist Warten darauf, dass die Karte kommt. Mhm. Und ich hoffe, dass man das so lange überlebt. Genau. Und Wakamiharu braucht man natürlich noch. Ja gut, aber das Grundprinzip ist ja trotzdem nicht verkehrt. Also das hätte schon was draus machen können, schätze ich mal. Ja genau, aber es hätte noch mal ein bisschen aufpoliert werden müssen. Ne? Und Wakamiharu, gut, wenn du es alleine spielst, dann kann natürlich Wakamiharu und das Herz die letzten beiden Karten sein. Dann kommst du nie da dran. Dann wird es eng, ja. Tja, ich glaube nicht, dass ich diese Runde noch an ein Schild komme. Das lohnt diese Karte aufzunehmen. Eben, das lohnt nicht so wirklich, glaube ich. Deswegen
probiere ich mit 2 die Wildnislebenprobe. Holt ihr vorher noch einen Chip vielleicht? Mit Angriffen oder so? Ich nehme die ganz links, der, was hat der, Also die haben 6 Lebenspunkte. Okay, dann nehme ich den mittleren mit den 6 und spiele Rundumschlag. Ein Gegner deiner Wahl verliert 4 Lebenspunkte. Alle an ihm angrenzenden Gegner verlieren auch 2 Lebenspunkte. Okay, aber eine Attacke dann, oder? Nö, nix. Ich muss nur 3 Ausdauer bezahlen. Achso. Also der verliert 4, dann ist er auf 2. Die verliert er auch gleich eh wieder. Und die verlieren je 2, also sind die auf 8 und auf 4. Okay. Also der erledigt sich schon mal selbst hier. Beziehungsweise Zephira erledigt ihn gleich. Wenn es überhaupt so weit kommt. Wenn es so weit kommt, ja. Ich mache jetzt einen Angriff auf den in der Mitte. Ne, der ist gleich tot. Achso, ich brauche einen Chip. Dann nehme ich den links oder rechts. Ja, der hier hat noch 4. Ja, krieg ich mal hin. Plus 1, also. Ja, so. Mit 13 auch bestanden, die Fernkampfangriff. Nee, warte, Fernkampfangriff ist auf Skelette generell blöd. Weil es da halbiert wird. Skelette. Mist. Haben wir noch einen, der niedrig ist? Ne, gell? Also sind nur Skelette. Alle, die niedrig sind, sind Skelette, ja. Dann lohnt sich das nicht. Dann muss ich wohl auf den Bären gehen. Ja. Oder auf einen Maru. Ja, dann nehmen wir den Maru. Ich brauche eine neue Handtasche. ja, das war mit 13 bestanden. Also nee, die Handtasche, glaube ich, eher für jemand anderes von uns gedacht und nicht für dich, Heigern. Du könntest eher Stiefel daraus machen. Oder ein Ledergürtel, ja. Nee, leider also nicht bestanden. Ich kriege einen Chip, aber allerdings. Ich dachte, du hast es mit der 13 geschafft. Ja, nee, ich sehe gerade, die Lanze macht minus 2. Achso, also, okay. Ich hätte die 11 würfeln müssen. Dafür versuche ich es jetzt mit dem Wildnisleben. Aha. Jawohl. Sehr gut. Dann haben wir noch einen. Tja, mehr ist nicht. Ist okay. Nicht schlimm, das wird Rusty jetzt machen. Bist du durch? Ja. Dann... Karte ziehen. Ja, dann Ruhephase. Jeder hält sich 5. Schön. Nehme ich. So, das heißt, ich kann jetzt 2 ziehen. Ja. Nein, nicht so ganz. Auch kein Rusty. Okay, ja, brauche ich auch gar nicht. Weil ich jetzt mal einfach die beiden mache ich einfach zu Ausdauer. Jetzt darf ich ja und ziehst du mir mal bitte 6 Leben ab? Okay, Selbstaufgabe. Oh, einer zu viel. Nein, das ist Boltan. Jetzt darf ich 6 mal mit dem B6 würfeln und für jede 4, 5 oder 6 darf ich eine Karte ziehen. Okay. So, das ist eine. 2. 3. So, und mit etwas Glück ist da jetzt Rusty bei. Nein. Nein, verdammt. Hätte klappen können. Egal, Alles für den Dackel, alles für den Club. Genau. Unser Leben für Rusty und für die Gruppe. Ja, dann muss ich jetzt die 2 Ausdauer nehmen und versuche halt die Wildnislebenprobe, ne? Sonst komme ich ja auch noch. Ja. Mhm. Oder ich mit meiner 8. Aber du weißt ja, ne? Wenn es sein muss, wird's. Siehst du, 17. Nein. Wiederhol mal. Der hatte. Was hast du? 10. Okay, weil ich habe ja höher, dann. Naja, gut. C4 hat eingesetzt. Ja, und ich schaff's beim zweiten Mal dann mit einer 18.
nicht. Immer noch nicht. Okay, chip den nächsten Chip vielleicht lieber für mich vor. Ich habe keinen mehr, von daher. Ja. Aber Heigan hat noch einen. Ja, ansonsten alles andere lohnt sich nicht. Also gut, ich könnte jetzt noch irgendwas angreifen. Ich habe aber eher die Hoffnung, dass irgendwer jetzt hier die blöde Wildnislebenprobe schafft. Du kannst aber noch einen Chip generieren, den wir dann wieder für die Probe brauchen können. Ja, komm, dann mache ich einmal hier den Wurfstern auf irgendwas. Was machst du damit nochmal? Das ist ein Fernkampfangriff, erleichtert um 2. Fernkampf ist natürlich blöd. Ja, jein, weil die verlieren ja automatisch 4 Leben. Die verlieren einfach 4 Leben. Aber, okay. Das zählt ja nicht als Angriff. Ja, stimmt. Würfeln. Also 4 Leben, ja gut, dann genau, geh hier auf das Skelett. Gut, spielt keine Rolle, weil mit 17 selbst erleichtert um 2. Und es war auch kein Angriff, ne? Das heißt, du kriegst auch keinen Chip. Gut. Was? Gut, ich habe aber ja noch den Wurfstein für 0 Ausdauer. Der trifft natürlich. Ist klar. Aber hast du den jetzt auch auf den hier gemacht? Ja, ist ja egal, wo aber, drauf. Aber das ist auch ein Fernkampf, oder? Das ist ein Fernkampf, ja. Und der macht nur Trefferpunkte. Der macht 3 Trefferpunkte. Ja, aber das wird ja halbiert. Das heißt, den macht ja keinen Sinn, auf die hier zu werfen. Ich werfe auch gern auf... Ja, dann werfe ich halt auf einen Bär. Dover Bär. Das ist ein Tier. Also 2 Schaden. Ich lock den auch nur an und dann zähme ich den. Na gut. Dann bist du fertig. Ja. Alright. Dann ziehe ich 2 Karten. Ich habe Hexenkrallen und Krabbelnder Schrecken gezogen. So, ich habe jetzt wieder 4 Ausdauer. Bitte? Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ereignis Hindernis. Würfel mit 1W6. Okay. Oh, nee. Eine 6 und das ist Willenskraft, ist leider misslungen. Wir müssen alle eine Ausdauerkarte abwerfen. Ach, echt? Ja. So, dann habe ich nur 3 Ausdauer. Ich mache aber jetzt 2 neue. Das wird zur Ausdauer und... Was ist ja egal. Das wird zur Ausdauer. Dann habe ich 5 Ausdauer. Ich könnte mir sogar noch 2 mehr holen, aber bringt ja nichts, weil im Endeffekt muss ich eine Probe machen und die müssen wir so wiederholen. Aber ich mache dann vorher noch 2 Angriffe, um mir Chips zu holen. Dafür muss ich aber keine Karte ausspielen. Weil ich habe ja 2 Attacken. Okay, also ich mache erstmal meinen Nahkampfangriff auf das... Ja, eigentlich wäre es jetzt safe, tatsächlich das Skelett wegzuhauen, um den Chip zu sichern. Was macht dein Stab an Schaden? 1W6 plus 1 und ich muss 3 machen. Also die Wahrscheinlichkeit, einen Chip zu holen, ist schon nicht so gering. Komm, mach mal. Ich treffe wahrscheinlich eh nicht und krieg dadurch einen Chip. Ich würfel eine 1. Und mache 4 Trefferpunkte, das reicht. Okay, also ich krieg einen Chip. So, dann habe ich schon mal 2 Chips. Das war für eine Ausdauer. Hallo. Oh, und jetzt zählt er. So. Und dann mache ich die 2. Attacke mit meinem Radau, der jetzt 1W6 plus 2 macht, auf das Skelett hier. Nö, nehme aber den Chip dann dafür. Das heißt, dann habe ich 3 Chips. Und habe jetzt noch 3 Ausdauer, mit der ich die Wildnislebenprobe machen kann. Und kann... Noch ein paar Mal wiederholen. Also ein Chip eingesetzt. 2 Chips eingesetzt. Mach das.
Ich habe 2 Lebenspunkte. 3 Chip eingesetzt. Am Ende muss ich die 4er regeln, mal wieder. Ups, wer gerade war Startspieler gerade? Heigan war schon. Heigan, ne, ja. Yes! Okay, so, grünes Herz auf 0 gesetzt. Oh, wir hatten noch, bei einem Misserfolg verliert man 2 Lebenspunkte. Das hatten wir noch missachtet. Hatten wir, glaube ich, nie. Ja, also, wir hatten bisher nicht wenig viel. Ist bisher nicht oft misslungen. Langsam, wenn das, dann bin ich. Dann nee, einen, ich verliere nur einen. Ach so. Warum bei der Heilkunde Seele verlierst du nur einen? Weil meine ist eben misslungen. Warum verliert ihr nur einen durch Heilkunde Seele? Verliert ein Held durch eine misslungene Talentprobe Lebenspunkte, verliert er einen Lebenspunkt weniger. Ah, okay. Setz mich mal dezent auf 1, den nehme ich. Genau, sonst bin ich, glaube ich, der Erste, dem die jetzt misslungen sind. Okay, wurden alle Marker entfernt, so erfährt diese Karte und die Karte Tuatara-Zirkel aus dem Spiel. So, und bei Wakamiharu steht, sobald ihr den Tuatara-Zirkel mit Hilfe des grünen Herzens ausgeschaltet habt, habt ihr den Kampf gewonnen. Tada! Überhaupt nicht knapp. So. Ja, aber auch nur für Nicole, ne? Für alle anderen sieht es relativ entspannt. Verstanden. Trotzdem Gewinner Rusty. Ferner liefen irgendwelche Helden. Ne? So. Ihr schlagt den Tuatara-Zirkel und die anderen schrecklichen Bestien im Inneren der Steinernschlange zurück, befreit den gesuchten Krieger Wakamiharu und findet gemeinsam mit ihm einen Ausgang aus der Steinernschlange. Eine lange Tauchstrecke durch den ehemaligen hinteren Schädel der Schlange führt euch zurück in den Dschungel. Achso, zweiköpfig heißt, sie hat vorn und hinten einen Kopf. Mhm. Interessant. Ihr kehrt in das Dorf der Yukamak zurück und werdet dort geehrt, die den Echsengott Uguan besänftigen und lebend aus der steinernen Schlange zurückkehrten. Auch Wakamiharu kehrt als gefeierter Helden die Arme seiner Geliebten Hokioi zurück. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Es werden die Regeln für das Kampfende angewandt. Jeder Held bekommt einen Erfahrungspunkt. Außerdem dürfen die Helden Anzahl Helden Belohnungskarten ziehen und zusammen mit den während des Abenteuers erbeuteten Belohnungskarten beliebig untereinander aufteilen. Gut, also ich hatte ja die eine gezogen. Die kommt dann ja quasi ins Spiel. Und dann ziehen wir noch 4 dazu und jeder bekommt einen Abenteuerpunkt. Einen Abenteuerpunkt. Dir ist aber schon klar, dass uns die Belohnungskarten dann ja nichts bringen. Das ist richtig. Von daher, es sei denn, es hat sich jemand einen Punkt aufbewahrt. Ja, ich. Ja, alles deine Belohnung. Guck grad nochmal. Ach doch, ich habe auch einen Reserve. Ich habe auch noch einen Reserve. Ich gucke gerade hier auf der Kampagnenseite. Da steht, dass Martin und ich hier noch einen Reserve haben. Ja. Aber mal gucken, ob da überhaupt was bei ist. So, machtvolles Zepter haben wir schon mal. Ich schalte nochmal auf den Tisch zurück. So, ich habe keine Ahnung, ob bei den Hexenreigen Gewandtheit-Elixier? Nee. Liebestrank? Nee. Rüstungsmeisterschaft? Achso, ist ein Talent, die darf gar nicht dabei sein. Achso. Der Knochentalisman, hat den bei uns schon jemand genommen? Nö. Wurde immer weggelegt. Und der meisterhafte Bogen. Okay. Angriff für 6, aber Angriff 1w6 plus 6. Du darfst den Schadenswurf mit dieser Waffe pro Angriff wiederholen und das bessere Wurfergebnis verwenden. Ach nee. Aber 6 für 6 Ausdauer ist natürlich schon, hab ich. Ja, deswegen. Jo, das war's dann leider auch schon. Dann Zwischenspiel. Der Eagle Wing hat einen durchaus berechtigten Einwand. Belohnungskarte kostet früher 1 AP, nun 2 AP, deswegen Hausregeln. Also du weißt, was die Abenteuerpunkte am Abenteuerende gibt, ne?
Ja, wir können uns auch jetzt 2 AP geben. Das meint er damit wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Darum geht's ihm. Ja. Weil die ganze andere Einaktung ja auch eigentlich 2 AP bringe. Damit sie überhaupt irgendwie machtnutzbar sind. Gut, sie werden aber auch verlängert halt, ne? Also, die sind die Kämpfe sind immer noch gleich. Das stimmt. Ist ein wenig anders, aber... Also bringen wir uns... Okay, aber wir kriegen 2 AP, aber die Belohnungskarten sind, glaube ich, für uns alle trotzdem nicht so interessant, ne? Den meisterhaften Bogen, der ist... wäre durchaus interessant. Okay, dann lasse ich den mal noch liegen. Ich meine, das machtvolle Zepter kann auch was, ne? Aber ich glaube, ich darf das gar nicht benutzen. Vor allem muss ich gucken, was ist das? Magie. Mir ist egal, ob es eine rote Waffe ist. Ja, rot. Also ja, nicht rote Waffe, roter Zauber. Nein, ich meine den machtvollen Bogen. Ach so, ja, das ist eine rote Fernkampfwaffe. Ja, weil die wäre unter Umständen für mich interessant. Ja. Okay, dann lasse ich das mal in der Mitte liegen und wir wechseln zum Zwischenspiel. Das habe ich noch gar nicht offen. Zwischenspiel, Lokalitätsbögen. Alright, da kann man schon den Adelshof erkennen, da oben. So, wo geht's denn hin? Wo geht es denn hin? Eine 6. Die Stadt. Gasthaus, Gildenhaus, Göttertempel, Kaserne, Kramladen. Oh, warte, ich wechsle gerade mal rüber. Das ist unsere Auswahl hier. Wer hat die Lokalitätsbögen da? Ich. Ich auch. Okay, gut. Dann wählt ihr euch eure aus und ich mach's hier über den PC. Wo möchte ich denn hin? Eine Narbe habe ich nicht. Tja, wo kriege ich da am ehesten Tiere? Ja, in der Stadt schwierig. Ist ja nicht dabei. Ne? Nee. Magierakademie, Kramladen und Marktplatz mache ich. Gibt es vielleicht in der Magierakademie Chimären? So, ich fange einfach mal mit dem Kramladen an, ne? Warte mal, man kann doch hier... Ne? So. Also der Kramladen... Ah ne, der ist immer die Seite danach. Ich würfel eine... Ich habe nicht getroffen, ne? Nee. Ich würfel eine... 12. Ein Messer für die Sammlung. Das sind aber ein paar anständige Messer für diesen Preis. Nicht, dass du sie wirklich brauchen würdest, aber wenn man sich erst einmal vorgenommen hat, eine ernsthafte Messersammlung anzulegen, neigt man schnell zum Übertreiben. Messer-Aktionskarte Stufe 3. Okay, da müsste ich schon mal meine ganzen AP für ausgeben. Aber wir gucken mal. Zephira. Ja, ich gehe in den Göttertempel. Natürlich. Würfelst du für mich? Ja. Mache ich gerne. Eine 14. Oh. Rayanische Nacht. Du verbringst eine unvergessliche Nacht im örtlichen Raya-Tempel. Als Bohrer geweiht. Raya Sutra, Aktionskarte Stufe 2. Okay. Suchst du selber raus oder soll ich die rausnehmen? Ich such selber raus. Okay. Alanfana Boroni. Alanfana ja. Boroni. Ja, okay, das passt. Ja, also. Passt, ja. Auch Funina Boroni können eine Raya-gefällige Nacht verbringen. Das stimmt. Ja, klar. Das stimmt. Ich glaube, das Messer hatte ich doch schon mal in irgendeiner. Hier in der Runde oder in der anderen. Da ist es, ja. Ach, das war dieses Festhalten-Marken auf Helden der Gruppe werden entfernt. Kann ich jede Runde anwenden. Dafür ist es natürlich echt geil. Und dein Ausweichenwert kann nicht reduziert werden. Aber für 3 AP ist das schon... Boah.
Naja, mal gucken, aber das ist mir, glaube ich, nicht wert. Heigan, wo geht's hin? Ich habe mich für Göttertempel, Gasthaus und Kaserne entschieden. Und du fängst an? Mit der Kaserne. Sag doch Göttertempel. Nein, alles gut. Ja? Dann würfel mal. Eine 17. Training der Milizen. Heute bringt ein alter Feldwebel den Grundschnäbeln aus der Landwehr bei, wie man die Kraft des Feindes gegen ihn verwenden kann. Aktionskarte Stufe 1 unterlaufen. Okay, notiere ich mir. Ja. Genau, am Ende, am Ende schreiben wir alle in den Chat, wer was hatte, dann vergessen wir es auch nicht. Also jeder merkt sich seine Option. Oder schreibt schon jemand mit? Ansonsten, Nicole, wo geht's hin? Ja, Kramladen, Marktplatz und dann direkt in die Kneipe. Dann soll ich würfeln? Ich mach mal den Kramladen. Noch eine 17. Mhm. Verhandlungstaktik. Oh. Beeindruckt beobachtest du, wie ein hübscher Jüngling die alte Krämerin ordentlich um den Finger wickelt, um sich ein paar Silbertaler beim Einkauf zu sparen. Wenn du dich entsprechend herausputzt, kannst du vielleicht Ähnliches erreichen. Gut aussehend, Aktionskarte Stufe 2. Okay. Dann, ich habe schon wieder vergessen, wo ich noch hin wollte. Magierakademie und Marktplatz. Ja gut, bleibe ich direkt bei der Reihenfolge. Da ist auch die Magierakademie schon. Eine 20. Du hast einen Tempel beschworen. Die geheimnisvolle Schatulle. Neugierig blickst du den Magiern über die Schulter, während sie murmelt auf eine kleine Schatulle blicken. Lege eine Probe auf Wissen ab. Eine 19. Nicht ganz gelungen. Die Schatulle ist dir unheimlich, aber du möchtest wissen, welches Geheimnis in ihr steckt. Als du sie berührst, durchfährt ein brennender Schmerz deiner Hand konsequent schwere Wunde. Ja, danke. Konsequent schwere Wunde. Zu Beginn des Abenteuers 1W6 Lebenspunkte Verlust. Naja. Dann ist Zephira dran. Wo geht's hin? Zephira, wo geht's hin? Ins Rathaus. Ja. Würfelst du? Ich hab's zumindest versucht, aber ich hab wohl nicht getroffen. Eine 17 natürlich. Du kannst heute nur hochwürfeln. Ich kann heute irgendwie nur hochwürfeln, ja. Das Geisterhaus. Ein aufgeregter Mob hat sich vor einem verlassenen Haus versammelt und will es niederbrennen, weil es dort spuken soll. Entscheide, du gehst eilig weiter, die Begegnung endet, oder du erklärst dich bereit, das Haus zu betreten und nach dem Rechten zu sehen. Leg einen Probe auf Sinnesschärfe ab. Also, wenn's dort spukt, muss ich ja nach dem Rechten sehen, als ordentliche Bohuni. Natürlich. Ja, mit einer 5 habe ich's geschafft. Dann kriegst du glücklich Schicksal. Du findest heraus, dass ein verrückter Schelm hinter den angeblichen Spuk steckt und kannst ihn verjagen. Konsequenz, glückliches Schicksal. Sehr gut. Heigan, wohin geht's? In den Göttertempel. Also es gibt dort nur einen Raya-Tempel, haben wir festgestellt. Ja, ist nicht das Schlechteste. Ruhe sanft. 20. Ich würfel wirklich nur hoch heute. Das niedrigste war eine 12 bisher. Alles endet. Vergänglichkeit ist Gnade und Erlösung. In einer Totenhalle siehst du einen Mann knien vor einem aufgebahrten Körper. Leichtes Schluchzen durchbricht die Stille der Halle. Lege eine Probe auf Willenskraft ab. Na ja, gut, das ist eine 50-50 Chance. Und nicht geschafft. Nervös und missmutig näherst du dich dem trauernden Mann. Du suchst nach Worten, findest sie jedoch nicht. Im letzten Moment erblickst du das Messer in seiner Hand und greifst danach, bevor er sich etwas antun kann. Konsequenz, schwere Wunde. Na, toll. Na, immerhin hast du ihn noch gerettet. Ja, klar. Nicole, wo geht's hin? Ja, fröhlich auf den Marktplatz. Oh, da folge ich dir doch gleich direkt. Dann rummeln wir mal.
Die dritte 20. Es ist Markttag und es herrscht reges Treiben. Ein leichtes Hungergefühl überkommt dich, während du einen Stand mit leckerem Obst und Beeren passierst. Lege eine Probe auf Wissen ab. Na, sehr schön. Ist, naja, 50-50. Oh, nein! Crit! Kritischer Erfolg. Das sind definitiv giftige Glanzbären. Da bist du dir sicher. Rasch nimmt der Händler die Bären aus der Auslage. Konsequenz, glückliches Schicksal. Not bad. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt schwere Wunde bekommst, musst du die direkt anwenden. Ja, dann auch eine Narbe werden können. Bleiben wir doch mal direkt auf dem Marktplatz. Nachts. Diebstahl. Deine Geldkatze, Alvinia, fühlt sich plötzlich sehr leicht an, was daran liegt, dass sie nicht mehr an deinem Gürtel hängt, sondern sich in den Händen von feigen Diebesgesindel befindet. Ihn nach! Lege eine Probe auf Sinneschärfe ab. Jawoll! Okay, Misserfolg oder kritischer Misserfolg wäre gleich. Ausrüstungsverlust. Okay, das heißt wahrscheinlich, dass ich mit einem weniger oder eine Karte abwerfen muss oder so. Entferne zu Beginn die Karte oberste des ersten Kampfes die oberste Karte von deinem Heldendeck aus dem Spiel. Du hältst sie nach dem Kampf zurück. Okay. Boah, meine Fresse, ey. Zephira, willst du selber würfeln? Nee, oder ich schau, dass du bei mir das vielleicht mal gut würfelst beim Hospital. Hospital. Ja, da haben wir's. Tu ich. Das war, glaube ich, zu gut. Ja, Gelegenheit, jetzt darfst du. Du darfst eine beliebige Begegnung. Achso, du hast selber da, ne? Die Macht, Mächte des Schicksals sind dir an diesem Tag besonders gewogen. Und du hast die seltene Gelegenheit, genau das zu finden, was du benötigst. Wenn du bereit bist, dafür ein paar blinkende Karten springen zu lassen. Du darfst eine beliebige Begegnung auswählen. Du darfst eine beliebige Begegnung auf dem Lokalitätspunkt ausführen. Allein ist dafür aber ein Ausrüstungsverlust Konsequenzkarte. Alternativ darfst du auf eine Möglichkeit, auf diese Möglichkeit verzichten und dein Geld sparen, wodurch du eine gut gerüstete Konsequenzkarte erhältst. Also ich mach das auf jeden Fall. Was? Da also mir was aussuchen. Okay. Dann krieg ich Ausrüstungsverlust und dann schaue ich mir, was ich mache. Irgendwie eine Narbe weg. Du kannst ja eine 20 nehmen und dann mal gucken, was passiert. Heigan, wo geht's hin? Ins Gasthaus. Die 1 ist aber jetzt verbraucht, das weißt du, ne? Ne, GH muss ja davor sein. Oh, die sind gar nicht alphabetisch. Doch, eigentlich schon, aber das Hospital nicht. Na gut. Ah, wie sind wir da bei den hohen Zahlen? Oh, weia. Böses Erwachen. Nach einem Abend im Gasthaus erwachst du am nächsten Morgen. Irgendwas hast du bestimmt dort erlebt, doch leider kannst du dich beim besten Willen nicht daran erinnern, was es war. Offensichtlich hatte es aber mit einem Konsum großer Mengen von Alkohol zu tun, deinen stechenden Kopfschmerzen nach zu urteilen. Konsequenz, schwere Wunde oder Auswahl, ich nehme Pech, Aktionskarte Stufe 3. Ja, beides, ne? Also Konsequenz und Auswahl. Oh, zwei schwere Wunden. Da war das im Dungeon. Aber vielleicht ist Pech. Vielleicht kannst du mit Pech ja was anfangen. Da war das aber der Dungeon tief im Dschungel von Uturia um einiges weniger gefährlich als das die Stadt hier. Aber echt. Das war ja auch noch in Uturia.
Ja. Nein, Igel, bringe ich mich hier nicht Alvinia nach oben. Das kannst du vergessen. Bestimmt ist das so ein Nest wie Tortuga und. Wahrscheinlich. Wo wir jetzt gelandet sind. So, Nicole, wo geht's hin? Ja, im Gasthaus. Gasthaus, sagt da. Ja, abfüllen. Oh, meine 16. Oh mein Gott. Raue Tischgesellschaft. Super. Leider hast du dir das falsche Gasthaus ausgesucht. Es sei denn, du warst von Anfang an auf Streit aus. Jedenfalls führt ein Wort zum anderen und bei einer rauen Schlägerei lernst du, dass alles eine Waffe sein kann. Konsequenz, leichte Wunde, Auswahl, improvisierte Waffe. Na, sehr schön. Na, die wirst du bestimmt nehmen. Ist bestimmt ein Tier. Ja, nein, leider nicht. Das waren jetzt 12 Würfe, eine 1 und der Rest 12, 16, 17, 18, 19, 20. Eine 12, eine 16 und dann alles höher. Krass. Also na gut. Ich nehme dann auf jeden Fall ein Ereignis, wo ich dann meine Nachteilskarte ablegen kann, das ist meine Wunde. Meine Narbe. Ja, also ich schreibe hier gerade nochmal mit. So, und dann, ich fange mal bei mir an. Also erstmal, wir haben alle den meisterhaften Bogen. Belohnung, meisterhafter Bogen. Ich sollte auch in den richtigen Chat schreiben hier. Alpha, so. Rowena hat Messer. Stufe 3. Konsequenz schwere Wunde. Und Konsequenz aus Ausrüstungsverlust. So. Ausrüstungs. Schweres Wort. Und das war's bei mir schon. Na super. Dann kommt Zephira. Was hast du? Also, ich habe glückliches Schicksal. Als Konsequenz. Ausrüstungsverlust als Konsequenz. Kraya Sutrak als Stufe 2 Karte. Und ich habe meine Narbe draußen. Vielleicht hast du aber ja sogar noch mehr als das. Hast du schon geguckt, ob da noch irgendwas bei ist? Also, beim Hospital war alles so, entweder leg eine Nachteilskarte ab oder bekomm etwas. Okay, also ich will die Narbe weg haben. Also Narbe weg. Okay, dann haben wir Haigan. Ja, ich habe zweimal konsequent schwere Wunde. Danke nochmal dafür. Doch nicht immer übertreiben. Und was noch? Die Aktionskarte Stufe 1 unterlaufen und Aktionskarte Pech Stufe 3. Mhm. Und Nicole? Ich habe die Konsequenz eine leichte Wunde. So macht man das. Die Konsequenz glückliches Schicksal. Auch zweimal dabei, ja. Ich habe zur Auswahl improvisierte Waffe, eine Aktionskarte Stufe 2 und gut aussehend. Auch 2. Ja, ist auch 2 und theoretisch ja der meisterhafte Bogen, aber ich würde den meisterhaften Bogen auch nehmen. Okay. Soll ich dir nochmal vorlesen, was der kann? Oder hast du das schon? Ich hab den extra rausgesucht. Achso, okay. Okay, also du bist schon entschieden. Ja. Okay. Den meisterhaften Bogen würde ich vermutlich gegen eine andere Fernkampfwaffe von mir austauschen. Okay, da sagst du mir nochmal Bescheid. Damit hast du deine ganzen 3 AP. Ne, 2 AP? 2. AP ich verspielt, ne? Ja, ja. Ja. Weiß sonst schon jemand, was er macht? Nein. Vermutlich eine Karte aufwerten, aber. Ja, also ich werde mir das Messer auch nicht holen. Das kann ich eigentlich schon mal streichen. Das ist mir nicht 3 wert, obwohl das schon eine coole Karte ist. Ja, und dann wahrscheinlich auch eine Karte aufwerten. Das Problem ist, Kraya Sutra ist eigentlich eine schöne Karte, ist aber ein Vorteil. Von der darf ich nur 2 im Deck haben, das habe ich schon.
Ja. Und dafür einen von den beiden rausnehmen. Nein. Okay. Habe ich wirklich zwei im Deck? Ich glaube schon. Gut. Ach doch, doch, einen Vorteil habe ich nur. Dann sind wir durch. Besten Dank euch. Am nächste Woche Dienstag, am 11., also Osterdienstag, geht's weiter mit der Beta-Kampagne. Da spielen wir Hexenreigen. Bleiben also hier im Heftchen drin. Und, ja, hallo. Genau, und wann es hier weitergeht, müssen wir noch gucken. Wahrscheinlich aber erst im Mai. Glaube ich, oder? Ich glaube, terminlich war nicht mehr so viel. Aber auf jeden Fall werden wir euch noch mitteilen. Vielen Dank an alle Zuschauer. Danke, dass ihr so lange dabei wart. Wobei, heute ging es gar nicht mehr so lang. Wir haben ja noch nicht mal 22:30. Das ist ja, können wir eigentlich noch ein Abenteuer hinten dran. 10 vor 22:30 ist es. Ja. Wow! Das ging fix. So schnell waren wir ja noch nie durch. Ja, vor allem Abenteuer und Zwischenspiel. Im Keiler waren wir auch. Ja, gut. Schnell bei 2 und 3. 2 und 3 war sehr schnell, das stimmt. Ja, famous last words. Rusty! Yeah! Macht's gut, gute Nacht und wenn ihr es auf YouTube schaut, lasst einen Daumen nach oben und schaut auf jeden Fall mal auf der Kampagnenseite im Blog vorbei. Alles klar, macht's gut. Tschüss! Tschüss! Ciao und tschüss!